Es ist mal wieder Zeit für Funfair Blog, eine Art Videoblog über Freizeitparks und Kirmes. Heute sprechen wir über den niederländischen Freizeitpark Toverland. Die sympathische Nina von der Marketingleitung Deutschland hat mich zu einem gemeinsamen Parkrundgang eingeladen und zeigt mir sämtliche Hauptattraktionen des Parks. Erlebt unter anderem hier in diesem Video interessante Gespräche, tolle Menschen, geniale Fahrattraktionen, On-Rides, freundliche Mitarbeiter und jede Menge Überraschungen. Denn die Nina steckt mich in jede Achterbahn. Unfassbar, oder? Ja, ob ich das am Ende durchhalten werde, man weiß es nicht. Also bleibt dran, wenn ihr Freizeitpark-Fans seid und bis gleich. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. So, Nina, ja, jetzt stehen wir hier vom Eingang von Toverland. Ja. Ich war ja hier noch gar nicht und ich bin ja schon beeindruckt allein vom Eingangsportal her, wie riesig das ist. Das ist ja Wahnsinn. Also, weißt du denn, wie das alles hier so entstanden ist? Na ja, also, gut, wir möchten gerne Glücksmomente den Besuchern bescheren, vor allem natürlich den Kindern. Und es ist sehr bisschen magisch alles aufbereitet. Du wirst im Inneren auch unheimlich viele dekorative Elemente sehen, die also ein bisschen orientalisch angehaucht sind oder eben die Heldengeschichte von Troy erzählen. Aber das zeige ich dir ja gleich alles. Ja, cool. Deswegen schreibst du in der Mail auch immer mit magischen Grüßen. Ganz genau. Ja, echt toll. Also wahnsinnig groß. Und hier ist auch schon ordentlich was los, wie man sieht. Also wir haben früh morgens, kurz vor 10 oder was. Und hier ist schon, der Andrang ist schon groß. Also der Park ist schon beliebt. Also ein paar hundert Kinder stehen hier gerade. Es sind einige Schulklassen, denke ich, angekommen. Ja, es sind ja auch Ferien, ne? Kann das sein? In den Niederlanden? Oder weiß ich jetzt? Boah, weiß ich jetzt gar nicht genau. Nee, eigentlich nicht. Nee. Naja. Ja, krass, hier ist auch nicht was los. Ja, wollen wir mal reingehen? Schauen wir mal, ne? Ja, schauen wir mal, wa? Ja, machen wir mal. Cool. Ja, das ist ja echt hammermäßig. Boah, das ist ja cool. Auch hier mit den Leuchten und alles, ne? Ja, ja. Wahnsinn. Ist das denn so ein klassischer Indoor-Park? Nee, das war es ursprünglich. Hat er angefangen mit einer einzelnen Halle. Ah. Das war ein Indoor-Spielparadies. Ja. Und dann kam die zweite Halle hinzu. Ja. Und jetzt sind wir mittlerweile bei 12 Hektar. Und nächstes Jahr wird ein ganz neuer Themenbereich eröffnet, noch der im Moment gebaut wird. Ja. Ja. Lass uns mal überraschen. Boah, das ist ja riesiger Spielparadies hier, kann man wirklich sagen, ne? Hey. Sehr cool. Morgen! Hi! Viel Spaß! Dankeschön! Ach, ich liebe ja Niederlande, ne? Ja. Ihr seid so offen! Also das war hier die erste Halle halt. Ja. Und die ist noch sehr, mit Tausend und einer Nacht so ein bisschen, mit der, weißt du, mit Aladdin, der Wunderlampe, kannst du hier sehen, ein verzaubertes Kettenkarussell für die Kinder, ein bisschen Nostalgie. Ja. Aber auch eine Achterbahn hier für die Kinder, die ganz schön rasant geht, also auch für Erwachsene. Ja, auf jeden Fall, die heißt Boomerang. Ja. Und geht hier bis zur Decke in der Halle. Der Park wurde 2001 eröffnet, eben mit dieser Halle. Ach, hier habt ihr aber, das ist ja noch gar nicht so lange her, ne? Nee, wir hatten letztes Jahr 15-jähriges Jubiläum und sind in den 15 Jahren also von einer Halle auf 12 Hektar gewachsen. Wahnsinn. Ganz schnell. Wahnsinn. Aber man merkt ja wirklich auch, also ich habe ja, wie gesagt, nur Positives gehört schon von dem Park und ihr seid ja auch wirklich beliebt, ne? Ja. Und ihr habt ja auch noch, habe ich gehört, mit einem Wing Coaster was vor. Haben wir vor, ja. Das ist doch Hammer. Wenn man überlegt, 2001 gerade mal gegründet und schon so groß. Wahnsinn. Deswegen heißen wir ja Zauberland, ja? Wir können quasi zaubern. Ihr zaubert. Oh, ist das cool. Sollen wir mal erstmal rausschauen? Ja, machen wir. Dann gehen wir mal raus. Ja, es ist ja echt. Fährst du selber gerne Achterbahn oder guckst du lieber zu? Nein, ich fahre schon Achterbahn. Ja, ja, ab und zu. Ja? Nicht jetzt leidenschaftlich und 20 Mal hintereinander, aber ich probiere sie schon alle aus. Und komme natürlich auch selber mit meinen Familien, mit meinen Nichten und Neffen hierher. Schon seit 2002 war ich das erste Mal mit meinen beiden Nichten hier aus Düsseldorf. Kommst du aus Düsseldorf? Ich komme aus Düsseldorf, ja. Ah, das ist ja auch nicht. Da musst du wahrscheinlich auch immer durch den Stau, ne, wie ich.
kann also das sein? Also ich wohne schon seit 20 Jahren in den Niederlanden. Ich wohne hier ganz in der Nähe an der Grenze, aber auf niederländischer Seite. Ja. Aber ich habe ursprünglich, komme ich aus Düsseldorf. Ach so, und wie kommst du denn, ich meine, ich habe ja auch schon gesehen, du kannst ja sehr viele Sprachen. Also ja, neben Englisch, Französisch, Niederländisch, Deutsch, habe ich irgendwas vergessen? Deutsch halt. Ja, das kannst du, das ist ja, ja, aber ich meine, das sind so viele Sprachen, kommst du da nicht mal durcheinander? Doch, ab und zu natürlich, wenn ich dann mal am Wochenende wieder in Deutschland war und zu viel Deutsch gesprochen habe, dann wird das Niederländisch wieder etwas schlechter. Ja. Aber das hat man ja wieder schnell drauf. Und wie warst du, ich habe glaube ich auch gelesen, du warst auch in Amerika, ne, eine Zeit, kann das sein? Ich habe mal in Florida eine kurze Zeit gewohnt, ein paar Monate. Ich habe in Spanien gearbeitet, während des Studiums mal ein paar Monate. Wahnsinn. Ich habe freiwillige Arbeit oder ehrenamtliche mit Kindern gearbeitet in Peru. Oh. Ich habe als Kind in Indien gelebt, wodurch ich auch Englisch fließend spreche halt. Alter, Wahnsinn. Hast du schon so viel erlebt. Was hast du denn gelernt, sag mal? Alles. Ich habe an der Uni Düsseldorf studiert, Sprachwissenschaften, Medien und Informationswissenschaften und bin so halt im Marketing gelandet. Ja. Und dann halt, dadurch, dass es mich irgendwann in den Niederlanden verschlagen hat, ja, war ich immer für das Marketing in den deutschsprachigen Ländern zuständig, ja. Oh. Also Kommunikation, Presse. Ja, ist ja krass. Oder hast du dich, und dann bist du zu Toverland, wie bist du zu Toverland gekommen? Hast du dich dann einfach gesagt, Mensch, haben die eine Stelle ausgeschrieben oder hast dich beworben? Und dann ging das los. Ich kannte den vorigen Marketingleiter und ja, der ging halt weg, wie gesagt, und hat mich gefragt, ob ich ihn jetzt mal eine Weile ersetzen könnte. Ja, okay. Weil er weiß, dass ich eben das als Hintergrund habe und man hier auch wirklich für die Aufgabe gut Deutsch sprechen sollte. Ja, na gut, du kannst also, ja alle Sprachen. Also von daher. Ja. Man sollte auch Niederländisch sprechen können, weil die Kollegen, ja, man arbeitet ja mit so vielen Kollegen in. Wir haben eine große Marketingabteilung. Wie groß ist die, sag mal? Ja, 8, 9 Menschen sind schon da. So viele? Ja. Ist denn für jedes Land, also was angrenzt, jetzt für Frankreich oder für Deutschland, eine eigene Marketingabteilung da? Nein. Nee. Es ist eine einzelne Marketingabteilung, ja, die Deutschland, Niederlande, Belgien hauptsächlich bearbeitet. Und müssen denn alle in der Marketingabteilung wirklich die ganzen Sprachen können? Also nicht wirklich. Nein. Ne? Belgien ist ja sowieso auch flämisch, entspricht dem Niederländischen, Französisch eher weniger. Ja. Und halt Deutsch schon wichtig. Ja. Aber es sind mehrere, die Deutsch sprechen. Ja? Ja, ja. Und was ist das Besondere, wenn du jetzt an der Arbeit hier im Toverland, was reizt dich daran oder was magst du besonders gerne an deiner Arbeit? Ja, ich finde diesen Park fantastisch. Die Leute sind fantastisch, das Teamwork ist hier fantastisch, ja, die Freude ist jeden Tag groß. Ja. Es macht Spaß, halt auch meinen ganzen Landsleuten zu sagen, kommt hierher. Ich meine, wir sind ja fast an der Grenze. Also ich möchte, dass jeder es weiß. Es ist im Grunde genommen auch nicht weit. Guck mal, also ich bin jetzt aus Deutschland, ich weiß gar nicht, 20 Minuten, 20, 30 Minuten. Aus Brühl bin ich jetzt hierher gefahren. Köln-Brühl. Ja, genau. Gut, aus Brühl bin ich jetzt ein bisschen länger gefahren, ja, ja, ne? Anderthalb Stunden oder sowas. Aber von der Grenze jetzt aus gesehen, ist ja wirklich nur eine halbe Stunde. Also 10 wenn jetzt Minuten. Von 10 der Minuten. Grenze aus bis hierher, ja, ist 10 Minuten. Ja, also das ist ja echt ein Witz. Ja, ne? Ja, ja. Aber ihr habt ja wahrscheinlich auch Besucher aus, keine Ahnung, Frankreich, aus allen Herren Ländern, ne? Ja, das schon. Weil das schon, ja. Alleine schon wegen Treu, da war ja auch, wie die Achterbahn geöffnet hat, die Holzachterbahn war ja schon wirklich großes International Hallo. International wird das schon auch gesehen, ja, welche, ja, Achterbahnen hier entstehen oder entstanden sind in der Vergangenheit, klar. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Aber auch allein die große Wildwasserbahn, die jetzt hier steht. Ja, da stehen wir gerade drunter. Ja, das ist ja auch wirklich... Dann lass mal hoch. Ja. Und habt ihr denn das ganze Jahr über auf oder habt ihr spezielle Öffnungszeiten? Wir haben das ganze Jahr, jeden Tag geöffnet. Das ist ja Wahnsinn. Wir haben nicht jedes, das 365 Tage, alle Bereiche geöffnet. Also ja, im Winter, in der Wintersaison, ab 6. November ist das dieses Jahr, fängt die Wintersaison an. Es sind nur die zwei Hallen geöffnet. Ah, okay. Es gibt aber eine Veranstaltung, Winterveranstaltung, wo dann teilweise schon wieder draußen Achterbahnen eröffnet werden. Nicht alles, aber ja, selektiv, je nachdem. Ja. Je nach Veranstaltung. Und ich habe ja auch gesehen, ihr habt Halloween und sowas, Halloween Nights, ne? Ja, die sind so bekannt geworden. Ja, also, ja. Es werden jetzt dieses Jahr auch wieder acht Nächte, Tage und Nächte sein im Oktober. Oh, wie geil. Und da macht ihr auch so Special Events oder sowas? Weil ich meine, so Halloween Nights kommen ja in den Parks, das ist ja auch momentan so im Kommen, ne?
Und das kommt ja wirklich bei den Leuten auch sehr gut an. Aber ich kann mir auch vorstellen, wird es brüllend voll hier sein, ne? Ja, weil aber wir achten drauf, dass jeder so seinen Genuss bekommen kann, dass ja. man eben nicht total überfüllt ist, sondern wirklich noch diesen Erlebnisfaktor halt auch hat. Ja. Dass man sich erschreckt, dass man die Schauspieler gut sehen kann, die ja natürlich in den verschiedenen sogenannten Scare-Zonen ja. Ihre Acts aufführen und sich mit dem Publikum auseinandersetzen. Das ist ja. ideal. Habt ihr da auch was Neues vor gegenüber den letzten Jahr, also bei den Horror Nights? Bei den Halloween Nights? Irgendwas Neues? Oder? Wir haben auf jeden Fall weitere Scare-Zonen. Wir haben jetzt 8 dieses Jahr. Das 8 heißt Stück. Auch um die 70, 80 Leute, die auftreten quasi, die das. Ne? Und das Gruselniveau ist aufgebaut in verschiedenen Zonen halt, je nachdem ist ein anderes Gruselniveau. Ja. Also, Achterbahnen sind geöffnet. Das Einzige, was man wissen sollte, es gibt keine Abendkasse für die Veranstaltung. Der Ticketverkauf ist ausschließlich online auf unseren Internetseiten. Ah. Das sollte man wissen. Ja. ja. Und da guckt er wahrscheinlich auch, wie viele Besucher. Ihr könnt ja dann auch besser planen, ne? Wenn Ganz die Leute genau. das jetzt online gucken, ja. bevor jetzt Massen kommen, wo du sagst, boah, es ist ja mördermäßig voll. Ja. Das macht ja auch schon Sinn. Ne? Also muss man wirklich Online-Tickets kaufen, ja. bevor man zu den Halloween-Wochen fährt. Ganz ne? genau. So können ja. wir das gut im Griff halten. Wir hatten ja. letztes Jahr gesehen, es sind über 50.000, 60.000 Besucher gewesen an den Feiertagen. Oh, und Wahnsinn. Deswegen müssen wir das gut regulieren und haben wir auch einen guten Online-Preis. Also kommt vorbei, guckt euch das an. So. Würde ich sagen. Na? Sollen wir mal in die Sonne gehen? Ja, gerne. Oh, schön hier. Ja, vom Gelände ist das ja, was hattest du gesagt, 12 Hektar, ne? 12 Hektar, da war nur der Park, ja? Boah. Also, hallo! Und wie gesagt, nächstes Jahr, wir müssen über eine Hängebrücke. Ah ja, okay. Nächstes Jahr kommt da dann nochmal 7 Hektar hinzu. Ich gehe mal kurz vor, warte mal, da habe ich ja. dich nämlich drauf. Okay, 7 Hektar kommt nochmal dazu? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Und auf dem neuen Gebiet da, da ja. kommt dann wahrscheinlich die Achterbahn hin, ne? Die Wind Coaster oder? Ja, die ist für dieses neue, für den neuen Bereich geplant, ja. Ja. Und das ist nächstes Jahr, sagst kann das sein? Ja. Oder übernächstes Jahr? Nächstes Jahr wird Nächstes das. Jahr schon. Ja, ja. Wahnsinn. Ist ja krass. Da wird jetzt gebaut. Dann kommt auch ein neuer Eingangsbereich. Du hast den zwar jetzt vorhin aufgenommen mit dem ja. großen Tor, aber wir werden einen komplett neuen Eingangsbereich bauen. Ja, noch einen? Oder einen komplett neuen? Einen neuen, einen anderen, an einer anderen Location gelegen, also auf einer anderen Seite vom Park. Ach so. Und da auch die Besucherströme, die Eingangshalle ist im Moment zu klein geworden, die muss größer sein. Also wenn da ja. morgens um 10 Uhr die Reihen sich bis draußen stauen, dann, ja, das kann ich mir vorstellen, dann ist die Halle doch etwas klein. Ja. Sollen wir mal Richtung Treu gehen? Ja, unserer machen wir. Holzattraktion und die habe ich auch dem schon. Trojanischen Pferd. Ah, gibt's da eine, also was mir ja auffällt, ihr thematisiert ja auch. Ja. Und ich bin ja ein absoluter Fan von Thematisierung, nicht wo man einfach so die Attraktion so hinstellt, ohne Geschichte, offen, fertig, aus, sondern wirklich sich Mühe gibt und sagt, Mensch, ich will da noch was thematisieren oder sowas. Und dass sie, guck mal hier, allein schon mit den Feen, mit den Holzfeen und alles, das hat das irgendeine Geschichte, also bezüglich der Holzachterbahn jetzt mit diesem Pferd? Ja, das Pferd müsstest du mal aufnehmen. Ne? Das ist eben, wie gesagt, könntest du mal hinstellen, die, ja? Das Gebiet der Treu ja. Geschichte. Es geht hier um Helden aus der, so schön. Aus der Heldensage. Hier muss man mutig sein, verstehst du, in diesem Gebiet, weil wenn man auf die Treu-Achterbahn will, dann muss man doch mutig sein, würde ich sagen. Aber das sind wir ja, ne? Das sind wir, klar. Vor allem du, ne? Ja, ja, und du aber auch. Ja, ja. Also, wir haben die Treu-Area, die ist, glaube ich, wenn ich jetzt nicht lüge, 2000, was haben wir jetzt, 10 Jahre Treu. Ja. Dann ist die also in 2007 eröffnet worden, dieser ja. Bereich. Ja. Das ist auch noch nicht lange. Danach kam das magische Tal mit den Dwervels. Ja, was ist Dwervels? Dwervels, das ist ein kleines Völkchen. Ja. Das sind so Figuren, die wohnen im magischen Tal. Und das magische Tal ist da, wo die Quelle aller Zauberkraft, die sich hier im Zauberland, Toverland, die Magie, die entspringt im magischen Tal. So ähnlich wie Super-Airtime-Kräfte.
Ob du was ist, ne? Ja, cool. So, ja. Oh, das ist ja Wahnsinn. Und deswegen haben wir halt, also diese Deko ist, glaube ich, auch außergewöhnlich, die man sich hier im Park so sieht. Man kann sich also wirklich satt sehen an allerlei Elementen und wie eben dieses Pferd oder... Aber da merkt man ja auch wirklich, dass diese Liebe zum Detail... Absolut. Also die dahinter steckt und wie gesagt, dass man nicht einfach nur sagt, ich baue eine Achterbahn, so ja, Stahl hinballern, fertig, auf, ne? Sondern wirklich sich überlegt, Mensch, wie kann ich die noch verschönern, wie kann ich vielleicht eine kleine Story dazu erzählen, und das mag ich ja, ne? Ja. Das mag ich. Also, und das macht es erst richtig magisch. Ja, ja. In unseren Augen dann. Ja. Es ist auch wirklich so, weil dann fühlt sich meiner Meinung nach der Besucher auch wohl, wenn alles schön so ein bisschen thematisiert ist, als wenn du jetzt wirklich nur eine Wiese hast und sagst, hier, ich baue irgendwie Kettenkarussell einfach so hin, fertig, aus. Mhm. Ja? Das merkst auch. Das ist auch so der Unterschied zwischen den anderen Parks, weißt du? Also wirklich cool. Und ihr macht ja auch Oktoberfest, wie ich da gerade gesehen habe. Wir machen auch ein Oktoberfest, ist ja, ist ja krass. Das heißt dann eben nicht Oktoberfest, sondern Oktoberfest von Toveren, wieder von Zaubern. Schau mal. Das ist ja krass, warte mal dann. Und da haben wir schon wieder was gelernt, ne? Oktoberfest. Oktoberfest. Ne? Oktoberfest. Du, ich hatte auch schon mal einen niederländischen Schausteller gehabt, von dem habe ich beispielsweise gelernt, Freund heißt Frind. Frind, ja. Frind. Mit einem langen I, genau. Was heißt denn Freundin? Frindin. Echt? Frindin. Frindin. Und da die Holländer alles verniedlichen, heißt es immer Frindinnetje. Frindinnetje? Frindinnetje. Ist das niedlich? Ich finde das cool. Siehst du, Kinder, haben wir wieder was dazugelernt, ne? Ja, ganz so. Genau. Ja, ist das cool. So. Ja, und dann habt ihr hier jetzt, genau, wir können ja nochmal zur Holzachterbahn schwenken. Ah, ist das cool, ne? Guckt euch das an. Ist das nicht genial? Und dann haben wir hier noch, genau, eine Schiffschaukel, ne? Da, genau. Da, da ist die Schiffschaukel. Heißt Scorpio. Ja. Eben auch wieder in diesem Themenbereich. Wieder im Magicland, ne? Pferd, ja, ich weiß nicht, Wüste, ein bisschen Wüste-mäßig, ne? Ja, sieht ja auch geil Skorpion aus, ne? Fährst du mit solchen Schiffschaukeln oder? Ja, das, nee, ja, die das kann ich gut haben. Echt? Ja. Oh, also so alles, was sich so überschlägt oder sag ich mal, was so schaukelt, also da mache ich meistens immer nur eine Fahrt und sag so, jetzt geht's. Echt. Okay. Also das ist so. Achterbahn macht mir komischerweise meistens nichts aus. Also zweiter Runden so, ne? Ja. Aber so ein Achterbahn-Marathon oder sowas könnte ich auch nicht irgendwie. Da würde ich nach 5 Minuten oder nach 10 Minuten, glaube ich, sagen so. Hatten wir ja letztes Jahr hier, ne? Habe ich gesehen. Eine Challenge. Ja, erzähl mal, was hattet ihr gehabt? 24 Stunden hintereinander auf der Treuholz-Achterbahn fahren. Oh, du bist ja verrückt. Ja, und es gab viele, die teilgenommen haben. Ja. Und die haben 24 Stunden drauf gesessen? Ja. Ah, das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist ja krass. Und also das würde doch mal nie schaffen, oder? Ich würde das im Leben nie schaffen. Wie lange würdest du aushalten? 3 Runden. Dann können und dann muss ich mich auch kurz erholen und dann... Dann können wir uns zusammentun. Ich würde auch nur 3 Runden schaffen. Wir würden auch sagen, komm, wir steigen aus, hat keinen Sinn. Ist ja cool. Also selbst aber Achterbahn-Fan. Also ich gucke mir die lieber so an. Also ich fahre natürlich auch damit. Aber lange halte ich das auch nicht mehr aus. Also früher so als Jugendlicher kein Problem, ne? Aber heute, man wird eben jung, ne? Ja, irgendwie verändert sich der Magen oder so. Ich weiß auch nicht, was das ist, ey. Ja, cool. Dann gehen wir mal weiter, wa? Ja. Dann können wir eigentlich so Richtung magisches Tal, ja, wenn du möchtest. Dann haben wir so ein bisschen die Atmosphäre des Außenbereichs mal kennengelernt. Ja, wir haben wirklich schönes Wetter erwischt, muss man wirklich sagen. Ich kann es immer nur wiederholen, weil nichts ist doof oder blöder, wenn es regnet und wenn man irgendwelche Aufnahmen machen möchte, ne? Und man einen Termin und so was alles, das ist dann doof. Also das ist dann wirklich doof. Ja. Ah, hier kann man auch noch die Wildwasserbahn von. Wir können uns mal kurz drehen. Das sieht man auch hier. Guckt euch das an. Die ist ja wahnsinnig hoch. Wahnsinn. 15 Meter ist die. Ey, der Fall. Das kommt einem viel höher vor. Das sind nur 15 Meter. Das ist ja Wahnsinn. Vor allen Dingen auch mit diesem aus dem Gebäude raus, ne? Ja. Dann fährst du hoch und dann fährst du hier direkt raus. Das finde ich ja schon cool. Die, ne, fängt drinnen an und hat drinnen noch einen, sag ich mal, abschüssigen. So ein Drop. Ja. Und dann geht er wieder hoch und dann geht er draußen weiter. Also er ist innen und außen. Wir haben 2 Achterbahnen, die innen und außen sind. Noch eine Bobbahn. Ach, ihr habt auch noch eine Bobbahn? Ja. Was ihr nicht alles habt? Das ist Wahnsinn. Ja, ist echt cool. Und gehst du denn auch, wie sieht denn so dein
Arbeitsalltag aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Was macht eine Marketingleitung so für einen, von einem Freizeitpark? Also wenn du jetzt morgens aufstehst, fährst du in den Park. Was musst du machen? Muss ich machen? vor allem kreativ denken, wie können wir dem Park mehr Bekanntheit geben. Ja? Das heißt, wir arbeiten natürlich auch im kooperativen Bereich mit deutschen Firmen zusammen. Ja. Unternehmen Aktionen, sodass wir viele, viele potenzielle Kunden erreichen können. Ja. Wir haben Gewinnspiele, die wir organisieren. Wir haben spezielle Tage, die wir hier organisieren. Beispielsweise in der Zusammenarbeit mit der Christoph-Metzelder-Stiftung, also für, wie nennt sich das, Benefiz-Bereich. Ja. Alles Mögliche, Pressemitteilungen, neue Kooperationen. Aushandeln. Unheimlich abwechslungsreich. Ihr arbeitet ja, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, wenn jemand jetzt eine Phantasialand-Jahreskarte hat, bekommt er auch 25% Rabatt, glaube ich, einmalig, ne? Kann das sein? Ich habe das, glaube ich, irgendwo gelesen, bin ich jetzt aber auch also überfragt. Also mit der Jahreskarte ist wirklich das ganze Jahr gratis Eintritt. Nee, ich meine, wenn jetzt jemand eine Phantasialand-Karte oder irgendwie sowas hat, Ach so, ja, in dem, richtig. Wir haben natürlich auch Zusammenarbeit mit anderen Parks, ja. Ja. Dass wir das gegenseitig... mit den Jahreskarten, dass sie in anderen Parks auch einen vergünstigten Eintritt haben, ja. Trifft man sich dann, hast du auch so Kontakt mit den anderen Marketing-Chefs, sag ich mal, der anderen Freizeitparks, dass man sich so austauscht oder eher seltener? Also ich jetzt in dieser Zeit noch nicht, ja. Aber die gibt es schon. Ja, ne? Ja. Na, hier kommt da gleich mal so ein Werbel hoch, siehst du? Ah, gucken wir mal an hier. Ach hier, das ist ja witzig. Cool. Ach, das ist dieser Zwerg, ne? Ja, ich bin hier. Das sind die Werbels. Also wir haben auch eine Achterbahn, die heißt Werbelwind. Ah, das ist diese mit den drehenden Gondeln, ne? Genau. Ja, habe ich schon gehört. Und Werbelwind steht für Wirbelwind. Ah, das ist einfach, ja. Der Name. Das kann ich mir merken. Ah, das ist ja auch schön hier, ne? Mit dem Wasserfall und sowas alles. Ah, das ist schön. Schön gemacht. Ja. Echt super. Wir haben hier natürlich die so eine Wasserbahn von 1 Kilometer lang, die sich durch das ganze Tal schlängelt. Ja. Da können wir gleich ruhig mal reingehen. Ja. Und von dort aus sieht man eben auch die ganzen Wasserpartien, die Flora und Fauna. Du hörst die Musik, die ist auch ein bisschen Magic. Märchenmäßig, ja. Ja, ich mag ja sowas, ne? Bist du ein Märchenfan? Ja, Geschichten, klar. Echt? Ja. Aber du warst ja auch in Florida, ne? Warst du auch in den Disney-Parks? Hast du die mal angeguckt? Ich war da mal, nicht letztes Mal in Florida, aber als Kind war ich da mal drin, ja. Echt? Ja, ja. Und, hat dir es gefallen? Kannst ja, ja. Klar. Ja, war cool, ne? Ich meine, Disney ist ja, ne? Hast du das einmal erlebt haben, ne? Also. Ich meine, in Europa macht man dann halt Paris, da war jetzt nicht, aber... Ich wollte gerade sagen, ist, glaube ich, kein Vergleich, ne? Zwischen Paris, Disneyland Paris und in Florida. Ist, glaube ich, schon was anderes, oder? Ja, ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie groß Orlando ist, aber das ist bei weitem größer als Paris. Ja, ne? Ja. Hast du denn einen, ausgenommen jetzt Toverland mal, hast du einen Lieblingspark oder den du besonders gerne magst? Oder wo der dich vielleicht auch ein bisschen verzaubert hat? Oder wo du deine schönsten Erinnerungen hast? Also ich bin schon Fan von hier. Ja, ja, wirklich. Ich war in anderen Parks, aber ich bin Fan von diesem hier. Ja. Auch weil er teilweise noch nicht, es ist nicht so riesig. Man macht alles in einem Tag, man kann auch alles in einem Tag machen. Und ja. Man kann sich in der Zwischenzeit mal ruhig hinsetzen und genießen. Ja. Was war denn so bisher deine schönste Erinnerung hier an den Park? Also was mit deiner Arbeit zu tun hat. Ob jetzt von einem Besucher oder dein schönstes Erlebnis, was du hattest. Ich hatte letztens ganz süß für RTL Explosiv eine Mutter mit ihrem Kind hier und das Kind war so lieb, süß und hat in die Kamera gesprochen. Das fand ich echt so hübsch, weil die Kinder sind so, so ehrlich und offen. Ja. Und was die dann sagen, dann geht einem das Herz auf und dann denkt man, genau so, das wollen wir auch erreichen. Allein das muss doch schon unheimlich motivieren, für dich auch als Arbeit weiterzumachen, wenn du so ein Kinderlachen oder Freude oder Menschen siehst,
die sich freuen, ne? Ja. Ich meine, ja, so habt ihr ja wirklich auch den schönsten Job der Welt. Ja. Ihr bringt Menschen zum Lachen. Ja. Ne? Und das ist doch schon wirklich ein schönes Gefühl, oder? Ja. Deswegen arbeitest du ja auch hier. Genau. Ach Mann, ey, ich beneide dich so. Ja. Ja. Hier haben wir noch so einen Werbel. Ah. Guckt euch mal hier an. Auch überall, wie man so merkt, im Park die ganzen Animationen, ne? Das mag ich ja auch so, ne? Wo du überall, wo es versteckt ist, wo was sich bewegt und sowas alles. Also richtig man cool. Man entdeckt jedes Mal, wenn man hierher kommt, wieder neue Dinge. Ja, ne? Man kriegt alles gar nicht mit in einem Besuch. Nee. Also an diesen Elementen hier, diesen... Vor allen Dingen, wie kommt man denn eigentlich so auf die Idee? Also auf diese ganzen Ideen mit diesen ganzen Animatronics und du musst ja auch wirklich eine Ideenschmiede haben. Macht ihr das auch in der Marketingabteilung? Also nein, die Projektentwicklung? Nein, das ist eine Abteilung. Ja? Die Entwicklung, müssen wir, achso, hier müssen wir hoch. Ja, wir können mal hier hoch, da hat man vielleicht eine ganz nette Aussicht. Ja. Das hat ja auch was von Afrika irgendwie, ne? Ja. Schau, das ist diese Wasser. Ach so, habt ihr noch so eine Mountain Rafting, ne? Ja, so. Da kommen sie von rechts. Jawohl. Da gucken wir mal. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ihr auch noch so eine Mountain Rafting Bahn habt. Das ist ja cool. Können wir uns mal hier drehen? Dann drehen wir uns mal kurz. Dann könnt ihr das hier auch noch mal sehen. Ich mach die mal kurz zusammen. Ja, ist ja cool, ne? Drehen wir uns hier auch noch mal eben. Schön. Ja, das ist ja wirklich schön. Das ist ja, und hier hinter diesem Gebiet, da wird das neue Themengebiet entstehen. Da hinten wird das neue Themengebiet entstehen. Das heißt wiederum, da kommt die Achterbahn, der Wing Coaster hin. Ja, da in der Ecke. Das ist ja Wahnsinn. Und der Bau allein fängt ja jetzt schon an, ne? Ja, der hat warte mal, ich kann ja mal rüberschwenken. Genau. Aus wie eine Urlaubsoase. Aber echt? Hier fühle ich mich wohl, hier bleibe ich. Ne? Ja. Holen wir uns zwei Liegestühle raus und dann schön hier Cocktails und dann natürlich alkoholfrei. Wir müssen auch noch arbeiten, ne? Und dann schön erholen. Ne? Ja. Also, wo machst du Mittagspause immer? Naja, wir setzen uns schon raus kurz. Nee, ich meine. Wo? Echt? Also, da kannst du dich dann irgendwo hier hinsetzen und. Nee, nicht im Park. Ja. Ach, nicht im Park? Nein, nein. Ah. Nee, da würden wir nur auf Ideen kommen. Hä? Cool. Ja, es ist ja echt, also es, man merkt, ach, hier habt ihr noch so Kinderattraktionen, ne? Ja, also es fängt bei den ganz Kleinen an. Ja. Ja, aber auch allein das alles zu planen, ne? Das ist ja wirklich, ach, das ist hier so ein Kinder-Freefall irgendwie, wo man sich selber hochziehen muss, glaube ich, ne? Mhm. Irgendwie so, ich habe das glaube ich schon mal irgendwo gesehen. Können wir hier nochmal kurz, genau. Ja, unter 100, also über 100 Oha. Zentimeter. Wir haben alles eingeteilt in Größen halt. Ja. Ne? Krass. Ist ja gut. Auch die Bänke, ne? Guckt ihr euch mal, ich meine, das ist ja auch irgendwie cool, ne? Also wenn man hier mal so guckt, das meine ich eben mit so kleinen Details, ne? Das ist irgendwie total witzig, irgendwie skurril und... Ich mag sowas. Sehr viele Sitzecken gibt es mit sehr viel Gastro im Hintergrund. Siehst du ja, hier hinter uns ist jetzt gerade zwar, ist die jetzt zufällig geschlossen, die wird erst später aufgemacht. Ja. Aber es sind sehr viele Gastro-Ecken, wo man sich hinsetzen kann. Entspannen kann und ja, so alles vor der Fahrt oder nach der Fahrt mit Troy zum Beispiel, ne? Wo man sagt, okay, das brauchen wir eine kleine Pause. Ja. Also ich zum Beispiel. Hier, die Fußstapfen siehst du hier von den Dwerbels. Ah, die waren schon hier. Siehst du, ist ja unfassbar, oder? Guckt euch an hier. Also ich weiß nicht. Guck mal, die sind sogar ins Blumenbeet gegangen. Sag mal, ne? Habt ihr die gar nicht im Griff oder was? Nein. Müsst ihr die jetzt ziehen? Ja. Ist ja Wahnsinn. Die sind also auch noch frech, sind die, ne? Ja. Das ist ja also unfassbar sowas. Genau, siehst du, so entstehen die zauberhaften Geschichten. Ah. Da muss man auch wirklich viel Fantasie haben, so, ne? Ja. Also wenn du in so einem magischen Park arbeitest, da kommt auch bestimmt ab und zu mal das Kind durch, ne? Absolut. Ja. Aber das macht ja auch immer Spaß, weil wenn man erwachsen ist, will man ja auch mal Kind sein mal wieder, oder? Ja, deswegen sollte man ja hierher kommen. So. Ne? Hier darf zumindest jeder wieder Kind sein. Ich meine, das dürfen wir ja nicht überall. Nee, das stimmt. Und so, hier haben wir die Dwerbelwind. Ja.
können es hier mal so drehen. Ist ja auch ein großes Teil, ne? Ist ja Wahnsinn. Weißt du, wann die entstanden ist? Kam die Nacht schon? Ja, so 2013 wurde das hier eröffnet. Ja. Magisches Tal. 2013, ey. Ja. Das ist ja so rasant gewachsen. Ja. Und wenn man überlegt, jetzt eben noch ein Wing Coaster dazu, also, boah, das ist echt der Hammer. Zumal ja solche Achterbahnen ja auch Millionen kosten. Ne? Man denkt ja immer, na ja, gut, hier, ne, habe ich mal hingebaut. Aber dass die wirklich richtig viel, eine Stange Geld kosten, vergessen immer viele. Ne? Ja. Und das muss sich auch alles rechnen. Und gepflegt werden und Security und Sicherheit, ja. Ganz wichtig. Ja. Ganz habt ihr noch ist extra Security ja auch nochmal? Ja. Wir haben. Das ist überall so, also, ne? Alle Achterbahnen werden täglich abgelaufen, alles wird überprüft. Mhm. Ja. Was macht gut ihr denn? Ausgebildete Leute. Und dann macht ihr, wann fangt ihr denn mit den Morgenchecks an, der Attraktion? Um 6 oder wann? Also wenn es um 10 Uhr aufgeht, dann so ab 7, ja. Ja? Denke ich, geht das schon los, ja. Ist auch ein langer Tag, ne? Also wenn du dann da, aber wie gesagt, ja, Probefahrten, abschmieren, durchwetten, durchchecken und. Das kostet ja wirklich alles Zeit. Mhm. Also habe ich ja schon mal einige Fahrgeschäfte begleitet bei den Wartungsarbeiten. Allein schon bei den Schaustellern, da ist es so, dass die auch jeden Tag wirklich ihr Geschäft pflegen, abfetten. Allein das Abfetten von so einem Kraken, von so einem Karussell, dauert 1,5 Stunden. Ja. Wahnsinn, das jeden Tag und das sieht man immer nicht. Das möchte ich mal so gerne zeigen, weißt du? Aber cool, Mensch. Haben wir im Magischen Tal haben wir noch eine wunderschöne Fontänenshow, die mehrmals am Tag stattfindet. Das ist das Bassin, da können wir jetzt mal hingehen. Ja. Ich weiß nicht genau, wann die wieder läuft. Also ich schätze mal um 1 Uhr das erste Mal, wo die Leute dann auch auf den Terrassen sitzen und teilweise Mittag natürlich essen. Ja. Cool. Oder ihr eigenes Picknick mitgebracht haben, das ist ja auch kein Problem. Okay. Aber guck mal, bei mir ist es wirklich so, ich bringe mir gar nichts selber mehr mit. Weil ich habe keinen Bock, mir das immer mitzuschleppen. Also ich bin ein Parkesser. Würde ich auch machen. Außerdem ist das Angebot so variiert. Und wenn man schon mal in den Niederlanden ist, dann will ja auch jeder die typischen Frikandels essen. Wollte ich gerade fragen, was isst man denn hier so? Was könntest du denn so empfehlen als niederländische Delikatesse? Niederländische Küche ist jetzt nicht verschrien als Delikatesse. Nee. Aber jeder liebt diese niederländische Snacks. Die heißen halt Frikandel oder Bitterballen. Frittierte Sachen sind es. Aber wir haben auch Brötchen mit Pulled Pork, Salate, Pizzas. Alles, was man so gerne isst. Gerne isst. Ja. Oder auch erwarten würde. Ja. Ja. Ach, cool. Hast du Salate, Eis. Was isst du denn besonders gerne? Mama! Sei ehrlich! Mit Fleisch? Ja? Ja. Rumpsteak oder sowas, Filetsteak? Oder so auch ein Salat mit schönen Filetstückchen drauf. Ja, bin ich dabei. Ja, vor allem bei so einem Wetter. Ja, ne? Ja. Und das ist sehr ein Eis. Hm? Und das ist sehr? Ja. Das muss sein. Cool. Hier, diese ist übrigens auch sehr berühmt. Das ist unsere Motorradachterbahn. Da wird man von 0 auf 75 km/h lanciert. Ja. Geschossen. Oh Gott. Ich meine, die Sitzposition ist ja witzig, als wenn du auf dem Motorrad sitzt, ne? Genau so, nach vorne rüber. Man hat dann den Bügel im Rücken. Ja. Und können wir uns gleich mal drunter stellen und dann kannst du sehen, wie die abgeschossen wird. Das ist ja Wahnsinn. Ja, die liebe ich schon. Echt? Also die liebe ich, ja. Ich wollte dich nämlich gerade fragen nach deiner Lieblingsattraktion. Ja. Ist das so deine Nummer 1? Die gehört da definitiv dazu. Ja, vielleicht sogar die Nummer 1. Ja. Fährst du auch selber Motorrad? Nee. Ich auch nicht. Ich fahre immer gerne mit, ne? Aber Führerschein habe ich leider nicht gemacht. Aber mein Vater hatte damals so eine Straßenmaschine gehabt und da bin ich immer als Junge unheimlich gerne mitgefahren. Ja. Das ist schon cool. Ja. Aber ich meine, das ist ja wirklich, das ist in Europa, also jetzt in Deutschland haben wir ja so eine Achterbahn, glaube ich, gar nicht, ne? Ich glaube nicht, also fällt mir jetzt zumindest nicht ein, weil das ist ja hier schon wirklich eine Besonderheit. Also ich kenne sowas nicht, wo du jetzt auf so einem Motorrad sitzt, das ist schon wirklich skurril, finde ich. Mhm. Also das ist schon eine Besonderheit. Mhm. Und dann wirst du abgeschossen. Das ist ja cool. Und hast du noch eine Lieblingsattraktion? Mein Gott, was haben wir hier nochmal alles? Wir haben über 30 Attraktionen.
Ja, die Treue natürlich, die muss jeder mal gefahren sein. Ja, ne? Also auf jeden Fall. Aber man wird durchgeschüttelt bis zum geht nicht mehr. Aber es ist ja gerade, was die meisten so lieben, ja? Ja. Hauptsache, ja. Man wird durchgeschüttelt. Ja. Und gerade Holzachterbahnen sind ja sehr beliebt. Die sieht auch toll aus. Also das, wenn man da auch oben im, bei dem Start, sag ich mal, wo der Abfahrtsmoment, ne, wo man dieses ganze Gerüst über sich sieht, ist schon beeindruckend. Ja, ne? Ja. Es ist ja wirklich schon ein Kunstwerk, kann man sagen. Ja. Ne? Ja. Gerade auch, was ich auch immer sehr cool finde, sind so Bilder, wenn jetzt die Sonne aufgeht oder untergeht und du hast im Vordergrund so eine Achterbahn, eine Holzachterbahn. Das sieht so geil aus. Ja. Also das ist so schön. Ja. Das ist schon wirklich, das könnte ich mir an die Wand nageln als Bild irgendwie sowas und als Fotoleinwand und reinhängen. Ja. Ja, echt cool. Und hier sieht man nochmal den Parkplan. Genau. Hier kann man zum Beispiel auch nochmal sehen, wie groß der Park ist. Ne? Ich kann hier nochmal filmen. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, hier hast du diese Wildwasserbahn, die 1 Kilometer ungefähr lang ist, der sich durch das magische Tal schlängelt. Hier haben wir den Wirbelwind, wo wir gerade waren. Die Treu-Ecke. Ja? Und hier dazwischen liegt die Motorradachterbahn. Ja, und dann haben wir die zwei Hallen. Und wie gesagt, diese Wildwasserbahn ist drinnen und draußen. Und die Bobbahn, vor der wir stehen, ist auch teilweise drinnen und draußen. Die fängt drinnen an. So, und das ist für das erste ist eigentlich für die Kleinstbesucher. Ja? Zum Kiddyland, ne? Genau. Cool. Und 2001 ist es ja, eröffnet 2001 der Park und schon so riesig. Ja. Und die neue Wind Coaster kommt ja hier irgendwo hin, ne? Kann das sein? Nee, ja, hier dahin, so, ne? Hier so in der Ecke wird weiter ausgebaut, ja. Ja. Hast du das schon? Jetzt beim Treu in der Nähe kommt der neue Eingangsbereich und auch Parkgelegenheit. Ja, ihr braucht auch noch mehr Parkplätze. Ja, ja. Also gerade so ein Wind Coaster. Hast du da schon irgendwelche Daten, die du verraten kannst? Oder ist alles noch so streng geheim? Ich habe keine Daten. Nee. Also ist noch alles streng geheim? Alles noch streng geheim. Öffnungstermin, gibt es das schon beim Wind Coaster oder auch noch nicht? Also es ist nächstes Jahr geplant. Im Sommer nicht oder? Genau. Noch nicht im März zum Saisonstart, aber halt innerhalb der Saison. Ist ja meistens auch immer so, ne? Dass man, ich finde das auch gar nicht schlecht, dass man noch nicht einen konkreten Öffnungstermin sagt, weil es ist ja manchmal auch so, dass noch so viel dazwischen kommt oder dass irgendwas passieren kann, dass irgendwas nicht passt oder sonst irgendwie was oder musst du den Termin wieder verschieben und von daher finde ich das gar nicht schlecht, dass die Parks sagen, nee, noch kein Kommentar oder ich weiß auch nicht, wann es eröffnet wird, weil man soll sich ja auch überraschen lassen, ne? Ja. So. Ja, und das finde ich gar nicht schlecht. Und es muss ein bisschen Spannung da sein und auch bleiben. Ja. Wann wird es denn passieren? Wann wird das denn eröffnet? Und du ganz ehrlich, es gibt ja auch manchmal so On-Rides von ganz neuen Bahnen, ne? Die man im Internet finden kann. Aber die gucke ich mir bewusst nicht an, weil ich erstmal selber mich überraschen lassen möchte, weil ich nicht wissen will, was in der Achterbahn passiert, wenn es eine ganz neue Bahn ist. Ja, ja, klar. Weil du musst es selber erleben. Ja. Weißt du? Ja. Als wenn du dir alles vorher anschaust. Ja. Also das finde ich schon cool. Wenn wir hinter uns drehen, dann siehst du riesen Klettergestelle. Siehst du die? Ja. Ach, da. Diese riesen Klettertürme. Das ist für die Kinder ein Paradies. Hier sind überall im ganzen Park sind viele Spiel- und Klettertürme, wo sich die Kinder austoben. Und was Eltern halt immer sagen, ist, dass dieser Freizeitpark, die können die Kinder alleine rumlaufen lassen. Die haben nie Angst, dass die irgendwo aus dem Park verschwinden oder... Ist ja cool. So dass die Eltern im Grunde total frei sind. Wenn man sich umschaut, ist gerade beim Biergarten sitzt eine ganze Müttergruppe. Ja. Ja. Dahin, da könnt ihr sie. Die Kinder einfach losgelassen. Perfekt. Ja? Also hier kannst du wirklich dann sagen, mit deinen Kindern herkommen und sagen, so hier spielt, was ihr wollt. Mama, Papa sind hier, ne, wenn irgendwas ist. Und wir können sich also auch die Eltern erholen. Genau. Ach, perfekt. Oder die gehen in die Ruheoase, wo wir gerade waren. In die Ruheoase? Was? Ja, ja. Nee, ins magische Tal. Ins magische Tal. So, bei den, wie heißt nochmal die Zwerge? Dwerwels. Dwerwels, so, ne? Haben wir ja gelernt. Ja, so, das cool. Ist also die zweite Halle. Die zweite Halle. Ja, da siehst du hier jetzt die Wildwasserbahn im Innenbereich. Die dreht sich auch noch, ne? Ja, ein Teil ist vorwärts, ein Teil ist rückwärts. Können wir uns hier mal drehen, genau. Oh, das ist ja Wahnsinn. Da hinten könnt ihr die sehen. Nein, du bleibst schon... Nein, du musst sichtbar sein.
Das ist ja cool. Also richtig schön Rückwärtsfahrt und Vorwärtsfahrt. Allein das auch schon in so einer riesigen Halle mit dieser Gebirgskulisse da. Sehr geil. Sehr, sehr cool. Also es ist, ja. Ja, man merkt schon, ich komme gar nicht mal und staune heraus. Ne? Ich gucke überall hin und so, aber es ist für mich echt ein Traum. Also echt cool. Also dieser Bereich heißt Magic Forest. Ja. Das ist also der magische Wald. Der ist ein bisschen österreichisch angehaucht, deswegen gibt es hier halt auch den Biergarten und es gibt die Maximus Blitz Bobbahn, ja. Also diese Sommerrodelbahn, die kennt man ja auch aus Österreich. Österreich! Österreich! Und hier wird auch das Oktoberfest richtig zünftig gefeiert, wa? Ja. Ja. Das ist übrigens für Firmen und Unternehmen eigentlich. Ah, auch wichtiges Thema. Ja. Also ihr bietet auch so für Firmen so Events an, ja. Oder was, wenn die jetzt, keine Ahnung, Konferenz oder irgendwas haben, habt ihr da auch einen Konferenzraum? Ja, wir haben auch Räume, aber meistens wird hier, entweder hier oben wird gemietet, das ist unsere Wunderbar. Die heißt Wunderbar. Ja, Wunderbar. Wir sind ja im deutschen Thema oder österreichisch. Ah. Dann haben wir den Biergarten, dann haben wir die, draußen die Katara, die kann gemietet werden und die Feiern finden natürlich immer nach den Öffnungszeiten des Parks statt, also von daher haben wir extrem viele Firmen-Events hier. Ich meine, es bietet sich auch an, weil hier kannst du ja zu jedem Wetter auch hin, ne? Weil riesige Halle, innen, also außen, ob das stürmt, schneit oder sonst irgendwie was. Ja. Und da könnte man sagen, ich mache ein Meeting irgendwie und danach können die Jungs und Mädels noch mit der Achterbahn fahren oder was, ja. Ne? Ja. Also, dass man so ein Kombi-Ticket oder irgendwie sowas organisiert. Aber es ist dann ja werden cool. Halt bestimmte Achterbahnen eröffnet, ne? Speziell für die Gesellschaft. Ah, okay. Ja, also, ne, Unternehmer, wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch, ne? Ja. Ihr habt ja auch eine deutsche Facebook-Seite, ne? Ihr habt ja zwei, kann das sein? Ja. Also eine niederländische einmal und eine deutsche. Ich verlinke euch mal beide in der Videobeschreibung. Das wäre nett. Ne? Da findet ihr dann auch sämtliche Informationen, Gewinnspiele, Neuheiten, für Ankündigungen. Ja, die Entwicklung des Parks. Genau. Ja, Entwicklung des Parks und auch alle sämtlichen Informationen bezüglich des neuen Wing Coasters, ne? Findet ihr auch da. Schaut doch mal drauf, lasst ein Like da, unterstützt es, weil ich finde, so ein Unternehmen, was absolut im Kommen ist, was sich gerade aufbaut, sich entwickelt, muss unterstützt werden. Ja, danke. Doch. Ja. Also, man merkt echt die Liebe zum Detail und überall bewegt sich irgendwie was, ne? Man merkt, dass es ein Familienunternehmen ist. Die Geschäftsführerin ist Caroline Kort-Ohms. Die hatte halt die Idee und die Vorstellung, eben den Kindern einen zauberhaften Tag zu vermitteln. Ja. Und so ist die erste Halle entstanden und die machen das zu dritt mit drei Geschwistern. Ah, geil. Da haben die wahrscheinlich auch immer mördermäßig viel um die Ohren, ne? Ja. Oder? Also ich meine, da hast du ja wirklich gar keine Freizeit, oder? Also das kann ich mir richtig vorstellen. Das ist doch Freizeit hier. Ja. Das ist doch Freizeit. Stimmt auch wieder, ne? Ja. Also sag mal, du hast keine Zeit mehr für andere Freizeitaktivitäten. So eine Art, ne? Aber ich glaube, das ist... Aber man merkt das und daher auch die... Was du halt sagst, dass man die Liebe zum Detail halt ausgearbeitet überall findet, ist eben, weil es aus dem Familiengedanken entstanden ist, für die Kinder, für Familien. Ja. Aber dann haben wir natürlich noch Shows, da haben wir haben ja ein Maskottchen, das kennst du wahrscheinlich, das ist das Hexenkind. Ja, habe ich schon gesehen, das ist immer mit einem Zauberstab in der Hand, ne? Genau, wir gehen gleich mal ins Zauberhaus und dann kriegst du auch einen Zauberstab in die Hand. Oh. Wie würde dir das denn gefallen? Super cool. Ja? Machen wir das. Für super Airtime-Kräfte, ne? Ja, sehr cool. Aber das ist ja auch schön. Und das ist jetzt hier so eine Zauberhöhle hier, wa? Ja, hier geht's halt in den magischen Wald rein. Das sind so die Waldelemente, so in einem düstern mit Pilzen beleuchtet und... Ja, ist das cool. Ach, jetzt sind wir wieder in der Halle 1, ne? Genau. Ist ja wahnsinnig groß. Echt. Also das muss ja auch echt ein schönes Gefühl sein, so einen Park aufzubauen, ne? Zu entwickeln und ja, seine Ideen umzusetzen. Da willst du auch nichts anderes mehr machen, glaube ich. Also, und wenn du dann auch noch siehst, dass das sehr gut ankommt, dass du lachende Kinderaugen siehst, ne? Fröhliche Besucher, also das ist schon, das motiviert ja auch unheimlich. Also ich kann mich immer nur wiederholen. Hier sieht man die Achterbahn nochmal. Du siehst, die laufen hier alle frei rum und suchen sich selbst aus, welche Fahrgeschäfte sie machen möchten.
Ja, stimmt. Ja? Ist mir gar nicht so aufgefallen. Vor allem, du siehst, die Kinder laufen hier frei rum. Ja? Und das hast du ja wirklich nicht in allen Parks, wo du meistens die Eltern immer noch hinterher sind. Ne? Ja. Das hast du ja gar nicht. Nee. Also, das ist mir jetzt eben gerade erst aufgefallen, hast recht. Krass. Ach, habt ihr also noch einen, natürlich, Kinder können nicht überall drauf. Die werden, es gibt Maßstäbe und die Mitarbeiter, die Kollegen, die achten darauf, dass die Kinder auch wirklich tatsächlich von der Körperlänge her in die Fahrgeschäfte rein dürfen oder ja, in die Attraktion. Das ist ganz logisch. Ja, Sicherheit geht vor, ne? YouTube kommt dann in Deutschland. Gut. Und wie finde ich hier? Yeah. Seid ihr die von den Stroh? Ja, das waren eben niederländische Kinder. Genau, sehr niedlich. Das war so eine Schulklasse. Eine Schulklasse? Ja. Die alle haben im selben T-Shirt. Total niedlich. Die fragten, ob die mit aufs Video dürfen, ne? Genau. Ja, genau. Ja. Ich habe nur die Hälfte verstanden. Ich dachte erst, du könntest ein Foto von denen machen. Ja. Und ich gesagt, nee, das ist ein Video. Das ist ein Video-Channel auf YouTube. Kannst du hier ja auch. Ja, cool. Das ist ja cool, ja. So, ich dirigiere dich so. Ja, mach mal. Heimlich. Mach mal. Ich weiß ja gar nicht, wo lang. Vor allen Dingen, die Temperaturen sind, also, ist ja wirklich angenehm hier, ne? Also. Auch drin, ne? Ja. Es geht, ja. Also, ist ja wirklich. Jetzt wird gerade die Achterbahn hier. Sehr cool. Du kannst ja dann wirklich bei jedem Wetter hier hin. Ui. Das ist eine riesen Schlange vom Zauberhaus. Ja, wir können auch später, oder was? Ja. Lass sie erstmal durch. Ah, hier sieht man nochmal die Achterbahn, ne? Cool, sehr geil. Sehr cool. Ja, das ist ja echt Hammer. Hier noch ein kleiner Spielplatz für unter 4 Jahre alt. Ah, auch für die ganz Kleinen? Für die ganz Kleinen, ist das nicht süß? Also für mich. Hier, können wir nochmal rüber? Ah, cool. Diese kleinen, runddrehenden Dinger da. Ja. Schaukeln. Gehst du da auch ab und zu mal ran, ganz ehrlich? Ab und zu, ja, klar. Ja, also ja, auch Feierabend natürlich. Wenn genau keiner guckt oder so, dann deswegen. Dann verkrieche ich mich da erwartet niemand mich zu finden. So, Kinder, ich bin mal nicht erreichbar, ne? Und wenn ich jemand anrufe, ich bin gerade gleich in einem Geschäftstermin. Ich rufe sie später nochmal zurück, ne? Ja. Versprochen, echt? Ja, ja. Wollen wir da nochmal rausgehen? Ja. Ja, machen wir. So, haben wir eine ganz schöne Runde gemacht. Ne? Ja, du, das ist. Also 12 Hektar ist schon riesig. Das ist gar nicht so klein. Nee. Also hier kannst du wirklich einen ganzen Tag verbringen. Habt ihr auch Silvester auf? Ja. Ja? Das ist ja Wahnsinn. Meines Erachtens, ja, 365 Tage haben wir auf. Boah. Weihnachten auch. Ach, Weihnachten sogar auch? Ja. Oh. Ach, Kinders. Gestern war hier noch Vatertag. Vatertag? Gestern, ach so. Vatertag war in Holland gestern. Echt? Ja. Wie heißt das auf Niederländisch? Vaterdag. Ja, weißt du, wenn man mal in Niederlanden ist, möchte ich auch mal so gerne ein bisschen was lernen. Ich will nicht immer nur Deutsch oder Englisch irgendwie reden, sondern man soll auch ein bisschen, ne? Ja. Sich so ein bisschen einheimisch. Wie sagt man? Was meinst du denn, was das ist? Ein Dohlhof. Warte mal, das wird ein Ehrgarten sein. Ein Dohlhof? Ja. Das wird ein Ehrgarten sein. Ja. Ich habe aber auch gerade gelesen, muss ich ja zugeben, darunter stand auch Ehrgarten. Oh, das ist auch Deutsch, du Schummelst. Aber das sah man so schon so ein bisschen, ne? Das, also man kann es auch erraten so, ne? Oder? Ja. Aber dann heißt Ehrgarten Dohlhof. Ja. Ingang heißt Eingang und Utgang, nee, wie spricht man das aus? Utgang. Oh Gott, das ist aber schwierig. Utgang. Utgang? Richtig, sehr Outgang. Gut schon. Sehr schön. Und Besucher war Besucher, ne? Besucher. Ja. Besucher. Das ist einfacher. Ja. Und Achterbahn? Rollercoaster. Achterbahn. Ich weiß sogar, was Kirmes heißt auf Niederländisch. Ja? Kirmes. Ja, gut. Yeah, ich habe was gelernt. Ich habe mich informiert, Kinders. Ne? Ja. Also nie unvorbereitet reingehen. Ah, cool. Kannst du mir noch irgendwas beibringen? Ja, was brauchen wir denn noch für Wörter hier? Was heißt denn, wenn ich, weiß ich nicht, wo sind denn die Toiletten? Was heißt das auf Niederländisch? Waar is het wc? Waar is het wc? Waar? Waar het? Waar? Waar? Is? Is? Het? Het? Wc? Wc. Wo ist das wc? Waar is het wc? Wat? Dit het wc? Waar? Waar?
Du kannst doch eine gute Lehrerin sein. Gibst du deinen Kindern auch irgendwie so Sprachunterricht oder irgendwie sowas? Nee, aber ich, mein Steckenpferd ist schon die Unterschiede in der deutschen und niederländischen Geschäftskultur. Und da habe ich auch ein niederländisches Buch drüber geschrieben gerade. Erwähne das mal. Das Buch heißt Saken doen in Deutschland, ja. Und also Geschäfte machen in Deutschland oder eben wie man deutsche Konsumenten und Geschäftspartner an sich binden kann, erreicht. Ja. Ein Buch von 240 Seiten über die Deutschen und im Mentalitätsunterschied mit den Niederländern, sage ich mal, erläutert. Was ist da so im Geschäftsbereich? Was ist da so grob der Unterschied zwischen Deutschen und Niederländern, so im Geschäftsbereich? Nur ganz grob. Also nur ganz so sticht, ihr solltet das Buch kaufen. Sondern irgendwie nur ganz grob nur mal. Oder kann man das so schnell gar nicht? Nee, das kann man so schnell nicht. Nee, ne? Ich hab so viele Themen, wo wir wie Tag und Nacht sind in der Mentalität. Also es gibt so viele Elemente, die uns unterscheidet. Ja? Obwohl wir uns privat natürlich total gerne mögen, ne? Die Niederländer und die Deutschen. Und privat klappt das alles wunderbar. Aber im Geschäftsleben sind doch noch ein paar andere Regeln gültig und ist wie mit den Chinesen. Ne? Da gibt es ja auch so spezielle Anforderungen, wo man sagt, das sind so die Benimmregeln, ne? Wie man sich verhält bei einem Geschäftstermin oder sowas. Und das ist schon ganz interessant. Ja. Und wie lange hast du dran geschrieben an dem Buch? Bis zur Erscheinung, also geschrieben nicht so lange, aber anderthalb Jahre hat es gedauert, bis es jetzt tatsächlich durch einen Herausgeber auch herausgegeben wurde. Wie kamst du auf die Idee, so ein Buch zu schreiben? Naja, weil ich als Deutsche seit 20 Jahren hier in den Niederlanden bin und immer wieder dieselben Fehler entdecke und immer wieder erklären muss, wie die Deutschen ticken und warum man jetzt beispielsweise im Marketing auch einen anderen Text verfassen muss mit anderen Elementen da drin, als der niederländische Konsument einen Text erwarten würde. Ja? Okay. Es beginnt bei solchen kleinen Feinheiten und dann habe ich mir gedacht, weißt du, jetzt mache ich einfach mal ein Buch und da steht dann eben alles drin, also von Messe, alles was zum Geschäftsleben dazugehört. Managementstil, Führungsstil, Kommunikationsstil im Offline-Bereich, alles. Also da könnte zum Beispiel ein deutscher Achterbahnhersteller, Gerslauer oder wie auch immer, da noch was dazulernen. Wenn er jetzt zum Beispiel auch, die machen ja auch im Ausland viele Geschäfte, wenn ich jetzt zum Beispiel da, keine Ahnung, ist ja auch so ein bisschen wie Vertrieb oder wie verkaufe ich was an einem niederländischen oder einem anderen ausländischen Park. Also es ist wirklich eine schöne Information. Musst du mir den Link nochmal irgendwie, kann man das bei Amazon irgendwie kaufen, dein Buch? Oder wie? Amazon weiß ich jetzt gar nicht genau, ist ja natürlich niederländisch geschrieben, ne? Ja, na gut, aber... Ich habe auch noch für den IHK auf deutscher Seite einen Praxisratgeber über die Niederländer geschrieben. Also genau das gleiche Thema, aber dann andersrum. Ah, okay, denn auf Deutsch, ne? Bei der IHK, Okay. Hast du da einen Link oder irgendwie sowas? Schicke ich dir gerne. Das wäre cool, ja. Dann verlinke ich euch das nämlich hier in der Beschreibung, ne? Ja. Dann guckt euch das mal an. Ja. Also, ne? Ne? Sehr cool. Deswegen sollte man unbedingt mal nach Holland kommen, weil hier ist es doch anders. Ja, hier ist es freundlicher. Doch, das merkt man. Du, das merkt man schon, wenn ich von der Autobahn, also ich merke das immer wieder, wenn ich aus dem Ausland komme, ne, schön geschmeidig, man fährt ruhig, kaum bist du in Deutschland, Lichthupe an, volle Pulle, du wirst schon ganz überholt und so. Oh, ein Stress. Bei den Deutschen ist es wirklich immer so, sowas von Zeitdruck und Zeitdruck. Und im Grunde genommen, es gibt ja keinen Zeitdruck. Es ist ja immer der Fehler, dann hast du falsch geplant. Ja. Na? Weil wenn du immer volle Pulle fährst und sagst, oh scheiße, komm schon wieder zu spät, ich muss noch ein bisschen Gas geben und so, ne? Dann fährst du einfach eher los. Ja. Also das ist immer das, was ich nicht verstehe, oder? Naja, und hier darf man sowieso nicht schneller als 120 oder 130. Ja. Also keine Chance. Gesehen. Keine Chance. Ich fahre auch nicht mehr schnell, weißt du? Ich habe keinen Bock mehr drauf, weil diese Schnellfahrerei ist so anstrengend. Ja. Also du fährst lieber geschmeidig, ruhig und lass die anderen überholen. Ah, komm. Ja. Also wie fährst du? Du warst ja auch pünktlich hier. Ja, ne? Ich hasse es, Kinder. Also. Ja. Ich hasse es, unpünktlich zu sein. Ja. Das mag ich nicht. Ja. Also das ist so. Das ist so eine typische Charaktereigenschaft der Deutschen. Echt? Ja, Pünktlichkeit. Ja, ja, das stimmt. Ja, aber es gibt auch viele Deutsche, die unpünktlich sind. Ja. Ja, du. Also so ist das nicht. Die dann sagen, ja, wenn ich um 15 Uhr komme, komme ich irgendwie um 16 Uhr oder 17 Uhr. Oh. Ja, das ist. Hast du auch Unpünktlichkeit? Ich hasse das. Ja? Ich bin immer zu früh. Echt? Ja. Das mache ich aber auch. Lieber zu früh als zu spät. Lieber eher losfahren. Also vor allen Dingen ist es auch unangenehm, wenn du unpünktlich bist. Ja, also bin ich schon. Das mag ich zum Beispiel gar nicht. Nee. Sowas. Nee. Ach, Kinder. Und hier sollte man auch pünktlich sein. Es macht immer um 10 Uhr auf.
Ah, siehst du, ja? Öffnungszeiten, genau. Ihr habt von um 10 bis 18 Uhr auf oder wie lange? Oder bis 17 Uhr? Also ja, je nach Jahreszeit 17 Uhr oder 18 Uhr. Und ja. Wir haben jetzt beispielsweise im Sommer haben wir auch die Mitsommerabende, die sind dann bis 23 Uhr geöffnet. Und Halloween auch, hat auch andere Öffnungszeiten. Also bei Veranstaltungen, also Mitsommerabende wird auch ganz toll. Ja. Das sind auch mehrere Mittwoch, also während der Sommerferien, immer mittwochs. Okay. Ist der Park bis 23 Uhr geöffnet und ist hier draußen alles dekoriert mit sommerlichen Elementen. Oh, wie geil, ja. Muss das denn aussehen? Also und dann auch hast du den Sonnenuntergang noch gerade so, dann hast du natürlich beispielsweise diese Fontänenshow, ist auch ganz genial dann in der Dämmerung, also mit dem Lichtspektakel, ist ganz geil. Ja. Deswegen hattest du ja noch gefragt, Mensch, die Mitsommernächte, wäre das was für dich? Aber da muss ich leider arbeiten, ja. Sonst wäre ich da auch noch mal gekommen. Genau, aber das muss ja auch richtig krass aussehen, ne? So im Dunkeln alles. Dann ist vor allen Dingen ist die Atmosphäre dann ja doch so ein bisschen magischer, noch ne? Magischer, richtig. Magischer. Das ist ja. Hast du denn eine Lieblingszeit? Also so Halloween oder Weihnachten oder Silvester, wo du gerne so hier im Park bist? Ja, ich glaube schon die Sommernächte, diese ja. Mit einem Cocktail in der Hand. Also das ist schon mein Ding. Also mehr als jetzt das Gruseln. bist du mal Tschüss ab? Genießer, Mensch. Sagst du, geht mal vor, ich komme nach, versprochen. Echt? Ja. Also so Grusel-Labyrinthe oder sowas sind nichts so für dich oder doch, oder auch, noch? Doch klar, natürlich, ich mach alles mit. Man muss ja alles mal testen. Ja, ne? Natürlich. Ja. So, jetzt sind wir wieder im Dunkeln. Ja, wir gehen jetzt nochmal zur Motorradachterbahn. Wollen wir uns nochmal den Abschuss nochmal angucken? Oh, hier ist schon fresh, ne? Weil hier ist die Wildwasserbahn. Sind wir hier nochmal? Cool. Das ist ja echt. Das ist geil hin. Das ist echt geil. Sieht doch wirklich aus wie ein Wald, hä? Ja, echt. Traumhafter Wald. Sehr super. Also, ich finde ja auch alleine ja, die Ideen, weil das muss ja erstmal auf einem Zeichenblatt entwickelt man das entstehen, ja. Ne? Dann musst du das Ganze umsetzen in real. Und das ist so viel Arbeit, das glaubt man immer gar nicht. Also, das ist nicht so wie bei Rollercoaster Tycoon oder einem Computerspiel. Dass man dann sagt, ich baue das jetzt einfach so hin. Nee. Real ist aber schon anders. Ja. Da gibt es auch noch zig Auflagen, die man beachten muss. Ja. Aber ist Niederlande von den Auflagen her einfacher als Deutschland? Weißt du das? Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Achterbahn oder irgendwas Neues hinbauen will? Ich glaube nicht, dass da viele Unterschiede sind. Nee. Weil ich die Sicherheit muss ganz einfach extrem hoch sein und wenn es nicht so geregelt wäre, hier ist es auf jeden Fall so. Ja. Das ist eines der wichtigsten Sachen hier, dass hier nichts passieren kann. Ja. Warte mal, wir können uns am besten hier so hinstellen. Ja. Die Bahn, die hält gleich hier so vor uns und dann wird die da die Richtung abgeschossen. Warte mal, dann gucken wir uns das gleich mal an. Super geil. Ja, ne, also da bist du drauf, oder? Ja. Also ist echt eine coole. Das sieht vor allem witzig aus, ne? Auf so einem Motorrad oder wirst du da abgeschossen? Ja. Also das ist echt cool. Habt ihr eigentlich auch so ein. Ich meine, das wäre für euch nachher auch noch so interessant, so ein Hotel oder sowas, ne? Wenn ihr eine gewisse Größe habt. So ein Erlebnishotel oder sowas. Ich meine, gut, das ist jetzt vielleicht noch in Ferne, aber so als Option. Das wäre sicherlich interessant. Ne? Genau, hier sieht man nochmal das Oktoberfest. Der Hinweis, ne? Ja, wir haben ja gelernt, was das heißt, ne? Genau. Ja. Oktoberfest? So. Ja, wir gehen mal hier links rum, gucken, ob wir da nah dran kommen. Ja. Wir gehen nämlich unter jetzt diesen gefährlichen Pfeilen Stacheln. Hier durch, Stacheln aus dem Mittelalter. Das hat ja was von irgendwie King Kong oder so, ne? Das war's in der Art, ja. Wir könntest du doch irgendwie King Kong. Boah, Wahnsinn. Allein das Geräusch ist schon Gänsehaut. Ja, ne? Da kriegst du als Achterbahnfan echt Gänsehaut. Ja. Das hört sich so cool an. Das ist Musik in meinen Ohren. Mhm. Oh, herrlich. Ah, die ist ja auch echt riesig. Wahnsinn. Also es ist ein Kunstwerk. Es ist echt ein Kunstwerk. Ja.
Ja, da sind die Leute 24 Stunden gefahren. Ja. Und auch nachts, ne? Ja, muss also ja, ne? Richtig komplett. Nichts ja. Mit irgendwie. Aber wie schläfst du denn da? Ich meine, du kannst. Schlafen geht doch gar nicht. Alter, da musst du wirklich. Also, oh, das ist ja. Genießen. Wach bleiben, genießen. Ja, mit genießen. Ich weiß. Auf unseren Internetseiten, schau mal, ja? Da müsste was draufstehen über diese Challenge, ja. Und auch was Besucher davon fanden. Also. Boah, ich würde. Also, wie gesagt, wir fahren 3 Runden, ne? Und dann sagen wir, komm, wir wollen aussteigen. Genau, jetzt ne? Erstmal ein Eis. Jetzt erstmal ein so, Eis. Ja, genau, ein Eis. Oder ein Bier oder so. Genau, wir können ja sagen, oder ein Cocktail. Oder ein Cocktail. Wir können ja das sagen, genau. Wir können ja dann immer noch sagen, wir kommen später wieder, versprochen. Ja, ne? Ja wir. Oder, nee, wir machen Folgendes. Wir steigen nach 3 Runden aus und sagen, wir müssen mal kurz auf Klo. So, das ist auch okay, ne? Klar. Ja, und dann kommen wir so. Und dann kommen wir nach, weiß ich gar nicht, nach einer halben Stunde oder Stunde wieder, fahren wieder 3 Runden und sagen, oh, ich muss schon wieder. So machen wir das. So tricksen wir das alles aus. Aber es ist ja Wahnsinn, selbst nachts, da kannst du echt überhaupt nicht pennen. Nee. Das ist ja krass. Wir warten jetzt gerade mal auf die nächste Bahn, da gucken wir uns das mal an. Und dann schauen wir mal. Würde ich sagen, setze ich dich da mal rein, oder? Das ist so ein Hammergeräusch. Also das ist Gänsehaut. Ja, das ist Gänsehaut pur. Das ist echt Gänsehaut. Ich liebe das. Ah, das sieht echt rasant aus. Na gut, wir testen ja alles, ne? Ja? Also du testest das ja. Läuft. Ja, ich freue mich schon. Also ich habe auch hier schon einiges gehört. Von außen denkt man so, wenn man so Bilder sieht, ja, es sieht ja gar nicht so schlimm aus, ne? Beziehungsweise gar nicht so hoch aus. Aber wenn du jetzt live vor Ort, deswegen sage ich immer, kommt vor Ort hierher, ihr müsst euch das selber angucken. Ja. Wenn du vor Ort jetzt direkt live stehst, was rede ich da? Wenn du direkt davor stehst, so, dann ist das echt der Hammer. Ja, es also, ist eine Wahnsinnskonstruktion. Ist ja, das, ne? Ja. Und wie schnell, du siehst ja auch so, wie schnell die Züge da durchballern, ne? Ja. Also die hat ja richtig Speed drauf. Ja. Oh, hier. Das verzaubert ja auch. Irgendwie die Gartenanlage muss ich noch mal ganz kurz hier. Oh, können das. Aber hier will ich nicht Rasen mähen, da hätte ich jetzt keine Lust zu. Sag mal, wie viele Gärtner habt ihr denn hier, sag mal? Ja, die Frage habe ich jetzt direkt erwartet. Eine Menge. Kannst dir nicht sagen. Aber sag einfach eine Menge. Ich würde sagen, sehr viel Grünanlage natürlich. Und ja, ne? Es wird alles gepflegt und geschützt. Das sieht man und, auch. Oh, ihr habt sogar Fische hier. Ja. Das ist ja cool. Und Enten. Koi-Karpfen. Ah. Enten, ja. Das volle Programm. Das ist ja echt cool. So, hier ist der Ausgang. Ach so, hier ist der Ausgang. Hier ist der Eingang. Ja, du wirst dich jetzt da mal. Ja, du willst mich da reinsetzen. Ja, ja okay, dann setze mich da mal rein. Okay. Ja, machen wir. Wir klären das mal kurz ab und ja. Wir melden uns. Sobald du da sitzt, ne? Genau, sobald ich da sitze, melden wir uns nochmal. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Das sieht scheinbar schon bescheuert aus. Aber. Du musst auch halten, ne? Du machst das aber auch für deine Zuschauer, nicht wahr? Was du nicht alles machst, ey. Ich mach mich voll zum Horst. Ja. So. Robin! Und. Ja, jetzt gehen wir auf Treu, ne? Ja. Die Holzachterbahn. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch die schärfste oder adrenalinreichste Attraktion, sozusagen. Ja. Wir gehen jetzt hier über den normalen Eingang. Sieht toll aus, ne? Da steht's wieder. Ingang, habe ich ja gelernt. Ingang. Ja. Und so. Und wenn man hier schon sieht, ne, allein diese ganze Holzkonstruktion, das ist schon wirklich der Hammer. Sehr cool. Ja, und dann sind wir mal gespannt.
gespannt auf die Fahrt, wie sie ist. Ne? Also ich bin echt schon gespannt. Dann drehen wir mal eine Runde und dann sage ich euch mal, wie der Adrenalinspiegel war. Bis gleich. Ich habe gerade gemerkt, die Achterbahn ist gerade über uns gefahren. War doch wirklich so, ne? Ja. Und allein das ist schon richtig schön laut, wie sich das gehört. Also für einen Achterbahnfan. Ja, und jetzt fahre ich gleich damit. Bin schon echt gespannt. Ich muss alles aus den Taschen rausnehmen. Sicherheit geht vor. Auch Taschentücher. Alles rausnehmen. Und jetzt fahren wir gleich damit und sind sehr gespannt. Und Nina will, Nina muss ja filmen. Ne? Genau, sonst würde sie gerne mitfahren. Absolut, sonst wäre ich mit. Aber sie muss jetzt leider filmen und deswegen kann sie nicht mit. Also, die Sitze sind sehr bequem, muss man sagen. Also, man liegt hier drin, hier auf dem Sofa, wie zu Hause. Also, ja, der Adrenalinpegel steigt. Man hat sehr viel Beinfreiheit hier. Also, es ist wirklich. Schönes Sofa. Viel Spaß, Lars. Ja, danke schön. Du musst ja filmen, ne? Ich muss durchfährt. Also allein das Geräusch ist der Hammer. Und von Holzachterbahn. Und die Sitze sind mördermäßig bequem. Also ich kann nur sagen, also mitfahren ist Pflicht. Nina ist ja schon gefahren. Ich bin schon mehrmals gefahren. So, ne? Ja. Also lohnt sich definitiv. Müsst ihr mitmachen, kommt hierher. Eine richtig geniale Achterbahn. Mördermäßig. Jolanda ist eine ganz, ganz liebe. Das ist die Operatorin von Treu. Und
Eine der? Eine der. Der ganz vielen. Und die hat, man merkt schon in ihrem Gesicht, die ist ein ganz lustiger Mensch. Danke, danke. Es lohnt sich heute. Es lass auch. Und du musst, glaube ich, willst du noch was zu den deutschen Fans mal sagen? Noch irgendwas? Fans, alle nach Treu kommen. Viel Spaß machen. Ja. Dankeschön. Sie muss jetzt weiterarbeiten. Also ich kann nur sagen, Nina, traumhaft. Schön, ne? Eine traumhaft geile Fahrt, die lohnt sich, butterweich, die macht so viel Spaß. Aber wie gesagt, 24 Stunden könnte ich damit nicht fahren. Nee. Weil die hat so viel Speed drauf und so viel Airtime. Alleine auch schon, wenn du runterfährst, der erste Drop. Mhm. Du siehst ja erstmal nur das Tal und wenn du oben bist, dann denkst du, boah, und ich habe ja so leichte Höhenangst. Ja, oh. Und dann, aber ich auf einer Achterbahn komischerweise nicht. Ja, nee. Weil du dann die Schienen wieder vor dir siehst oder so. Ich weil ich es liebe. Ich brauche diesen Adrenalin. Kick. Ich brauche ihn einfach, diesen Kick, weißt du? Den du ja auch immer brauchst. Ja. Und von daher, also, ja, fahrt damit, richtig geile Bahn. Ja, Pflichtprogramm. Also kannst du auf jeden Fall bei einem Tagesbesuch 10-mal fahren und den Rest müssen natürlich die anderen Fahrgeschäfte auch noch machen. Ne? Oh, weiter geht's. Hallo, deutsche Freunde. Grüße aus Zauberland. Es ist großartig hier. Das stimmt. Ich sage, alle mal kommen. Schule, Eltern und Eltern. Opas und Omas, Großeltern. Super hier. Tschüss! Sehr gut! Ja, das meine ich eben mit Offenheit. Ne? Liebe nette Leute, Niederlande. Also, das findet man in Deutschland nicht so häufig. Also, da ist es wirklich teilweise so, wenn ich jetzt Leute irgendwie anspreche oder so, ne? Ich bin ja auch einer, der auf die Leute drauf zugeht, dann denkt schon der eine oder andere, oh, ein fremder Mensch, was spricht er mich eigentlich so an? Ja, weißt stimmt, du? Also in Deutschland ist es immer so ein bisschen schwierig manchmal. Distanziert, ne? Ja. So, wir müssen hier rechts, dann kriegst du nochmal die Schaukel ein bisschen im Hintergrund drauf. Oh ja, ja. Sehr cool. Ah, weil wir fahren jetzt Motorrad. Wir fahren jetzt Motorrad, ja. Okay. Da kommst du auch mit, ne? Da fahr ich neben dir her und versuch dich die ganze Zeit zu überholen. Das wird dir bestimmt gelingen. Ich fahre dann extra ganz langsam, weißt du? Ja, okay. Weil ich will ja nicht gewinnen. Nee, okay. Also ich will dir ja auch eine Chance lassen, danke, weißt du? Ja, ja, ja. Ladies first. Ja. So, ne? Du musst übersetzen. Er will auch. Er will auch? So. Er will auch mit aufs Video. Ja. Ne? Ja, alle verzaubert hier, ne? Alle, ne? Und fast da. Ist zauberhaft hier. Ja, Mensch, echt cool. Ach, die Wasserbahn begeistert mich ja auch so, ne? Wie du das siehst. Fährt gerade runter. Wahnsinn. Sieht echt cool aus. Boah. Ja, das ist ja gerade bei den heutigen Temperaturen. Herrlich, ne? Herrlich, so eine Erfrischung. Wassererfrischung sozusagen. Ja. Ich bin ja auch jetzt gespannt auf diese Motorradachterbahn, wie man da drin sitzt, ne? Kann mir gar nicht so vorstellen. Also, na, ich werde es erleben. Mhm. Für mich ist es ja das erste Mal mit so einem Motorbike-Coaster. Auch aus dem Hause Vekoma, soweit ich weiß. Und ja, es ist eine richtig echte niederländische Achterbahn. Ja. Ja, so wie sich das gehört, ne? Und wie heißt Motorrad auf Niederländisch? Ich weiß auf Englisch, aber auf Niederländisch. Du weißt, was Fahrrad auf Niederländisch heißt? Bicycle. Nein, Fiets. Fiets? Fiets. Ja. Das ist einfach. Fiets. Fiets. Also ist das Motorfiets. Motorfiets. Oh, das ist ja einfach. Ja. Motorfiets. Genau, ja, das merken wir uns. Motorrad. Ja. Motorfiets. Ah. Ja, das kann ich ja. Das ist auf jeden Fall einfacher wie Üttgang. Nein. Das ist das A und das Ü hintereinander ausgesprochen. Oh, das ist. Boah. Das finde ich schwierig. Ja. Na, du kannst ja alle Sprachen. Also. Das ist ja. Kannst du auch asiatisch so ein bisschen? Nee, ne? Nee. Ich kann auf Hindi noch ein paar Sätze sagen, wo ich da halt in der Schule war, aber ja, ich war ja auf Englisch unterrichtet, ne? Also ja, von ja, daher habe ich erstmal Englisch gelernt und nicht Hindi. Oh. Ja. Was ist denn einfacher oder welche Sprache findest du am einfachsten? Englisch und Niederländisch sind schon von der Grammatik her recht einfach. Ne? Ja, ne? Ja. Ich fand Französisch auch immer schwieriger. Ja, irgendwie. Ist auch, ne? Meine Schwester sagte immer, nö, ich find's einfacher Französisch, aber ich fand Englisch irgendwie einfacher.
Ja. Ist auch. Ja, ne? Die auch. Ja, so. Ja. So, wir steigen jetzt die Motorradachterbahn ein. Und, so sitzen wir drin. Okay. So, ne? Beine so nach vorne. Und dann so, ne? Ah, ist ja krass. Das ist ja, das ist ja witzig. Das ist ja echt ein Ding. Und hier steht dann immer genau, wie schnell ich fahre, ne? Ja. Also ich lasse dich vorfahren, ne? Ja, da hast du ja gesagt, ne? Ich lasse dich vorfahren. Du holst denn ab der zweiten Kurve oder was? In der Rechtskurve überhole ich. Ja, ist okay. Dann bin ich in der Innenkurve, ne? Ja, ist in Ordnung. Ja, ne? Ja, genau. Ja, ich kenne den Weg ja schon, weißt du? Und du fährst ja das erste Mal und von daher, ne? Fühl dich ganz frei. Ja. Ne? Schalten brauchst du nicht, ist Automatik. Okay, wunderbar. Ne? Also ganz, ganz easy. Ne? Hab auch keine Angst. Ja, das ist ja echt. Ich bin echt krank. Ey, wie witzig. Also. Aber man sitzt sehr bequem, ne? Ja. Also, es ist jetzt nicht unangenehm oder so. Aber es ist so fast wie eine liegende Achterbahn, ne? Ja. Wenn wir dann hinterher über die Hügel fahren. Ja. Schön die Hände in die Luft schmeißen. Ja, natürlich. Super Airtime, ne? Ja. Aber dann verlierst du doch das Lenkrad. Ist auf der geraden Strecke. Ah ja. Ja, das ist okay. Alles klar. Mhm. Ist ja Automatik, ne? Ja. Ja. Also wie gesagt, sei ganz du selbst. Ja, dann wollen wir Gas geben, wa? Ah, es ist verrückt. Ah, es ist cool, ne? Ah, du fährst aber gut an. Ja, ne? Ja. So. Ja, jetzt geben wir gleich Gas. Und die Hände gleich hochheben, ne? Weil da haben wir gleich super Airtime-Kräfte. Auf der Rückfahrt. Alles klar. Du sagst Bescheid, ne? Ist soweit? Jetzt, ja? Gas, ne? Oh, macht Spaß. So, die ist gut, oder? Ja, du hast mich gut überholt. Ja, ist das witzig. Ist das cool. Aber macht richtig viel Spaß. Ja. Macht Spaß. Echt. Und? Super geil. Sie hat mich überholt. Ja. Sehr geil. Oh. Mein Gott. Vor allen Dingen, du hast keinen Motorradführerschein. Natürlich hast du einen. Ja, klar. Du fährst ja super. So, guck mal. Du kannst dir jetzt deinen Motorradführerschein hier holen. Ja. Weil du wurdest natürlich geblitzt. Ja, ich bin... Aber du auch. Du hast mich ja überholt. Weißt du, du bist ja noch schneller gefahren, weißt du? Und dann sogar noch freihändig. Wie hast du denn das gemacht? Gut, ne? Ja, ich hab geübt. Also ist ja Wahnsinn. Ich hab ich. Und dann sagt sie noch, Motorradführerschein habe ich nicht. Von wegen. Weißt du? Du bist abgezischt. Unfassbar, oder? Also. Von 0 auf 100. Aber. In einer Sekunde. In einer Sekunde. Weg war sie. Also ich kann nur sagen, es hat tierisch Spaß gemacht. Ich kenne ja schon einige Launchkurse, aber das in dieser Sitzposition, das ist nochmal was anderes. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. Mal schauen, ob da drin. Ah, okay. Wir waren wahrscheinlich zu langsam, wa? Ja. Ist wahrscheinlich schon weg. Sind wir gar nicht geblitzt worden, oder was? Ach, wir sind gar nicht geblitzt worden? Siehst du, da waren wir doch nicht schnell. Oder der Film war voll. Da haben wir auch wir manchmal waren Glück. Zu schnell. Ja, wir waren Blitz. Wir kamen, ja. nicht, wir waren einfach richtig zügig. Unfassbar, ja. Oder? Ja. Aber es lohnt sich wirklich, richtig geile Bahn. Also, ja, total. Allein, wie gesagt, du liegst da drin, ne? Und dann guckst du auf die Schiene und dann dieser Abschuss. Ja, ne? Ja, es ist genial. Ja. Also, es ist echt genial. Es ist ein ganz anderes Gefühl. Auch am allerbesten. Ja, ne? Und auch, wo du so leicht abhebst, die letzten beiden Airtime-Hügel, ja. Wo du richtig nochmal vom Sitz hochgepresst fährst. Ja. Sehr geil. Ja. Ja, hier sieht man nochmal die, ne, die Wasserspiele.
Ja, wir haben gerade die Zauberwassershow Katara, ne? Katara, ja. Katara gesehen und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel auch Musik ausmacht, ne? Ja. Also wie viel Emotionen da so Musik hervorhebt, ne? Also es war schon echt eine schöne Show. Und sag mal, sind da Lichter drin in den Wasserfontänen? Wenn man die natürlich abends in der Dämmerung sieht oder während der Mittsommerabende, dann sieht man die Farben in dem Wasser. Ja, ja. Also sieht echt. Aber jetzt natürlich spielen jetzt auch die Kinder mit dem Wasser. Ich meine, das würde ich als Kind auch sofort machen. Ne? Bei den Temperaturen, ich würde sofort da. Am liebsten würde ich ja da reinspringen, ne? Ja. Ah, sehr cool. Echt eine tolle Show. Ja. So, und ja, wir machen jetzt ein kleines Päuschen. Genau. Und dann willst du mir ja noch in dieser drehenden, wie heißt die nochmal? Drehende Achterbahn? Die Dwerbelwind. 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 Da lass, ja. Und den Django River, den können wir uns auch noch antun, ne? Den nehmen wir auch noch mit, ne? Ja, dann nehmen wir schon volles Programm. Ja. Ja, deswegen machen wir ein kleines Päuschen und sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Genau, bis gleich. So, nachdem wir uns gestärkt haben, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für das Essen an den Toverland, ne? Auch an dich, ne? Ja, dankeschön. War sehr lecker. Und jetzt passt ja zum Essen, ne? Jetzt lassen wir uns durchwirbeln. Ja. Ja, ey. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, ne? Also ein Coaster, der sich mit drehenden Gondeln, ob das so eine gute Idee ist jetzt. Ja, das ist mit Schwerkraft, ne? Drehend, keine feste Drehungen. Oh Gott! Oh, yeah. Oh, alles, was sich dreht und so, aber na, kriege ich schon. Da nützt ja nichts, ne? Nee, wir sind ja hart im Nehmen. Ja. Also, so auch eine nette Höhe, ne? Ja, das ist einfach. Oh Gott, das direkt nach dem Essen. Ja, wir können auch gerne erst auf die Wildwasserbahn gehen, geht auch. Nee, 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 das machen wir jetzt, wenn wir schon mal hier sind, ne? Ja. Dann frühstücken wir das gleich ab. Also wir können das ja. Achso, wir müssen ja hier lang. Achso, muss mich die ganze Zeit führen. Ja. Ich war ja schon mal hier. Weißt du? Nee, du wärst schon richtig gegangen, aber wir gehen halt... Woanders rein. Woanders Achso, naja, gut. Ne? Geheimgang. Genau. Ach, hier kann man die Action-Fotos kaufen, ne? Ja. Ah, okay. Ja. Ach, hier müssen wir rein. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der Bahn. Bis gleich. Ja, bis gleich. So, Nina, wollen wir mal was? Ja, direkt nach dem Essen, ne? Ja. Ob das so eine gute Idee war? Nein, man weiß es nicht, oder? Nee. Schauen wir mal. Mit drehenden Gondeln. Danke. Ach, danke. Niederländerin ist auch danke. Danke. Ja. Danke. Danke. Kurzform von danke, well. Ah. Aber danke, well ist freundlich. Freundlicher, ja. Ne? Alles klar. Das ist aber nicht, das ist die Duzenform, ja? Ah. Siezen wäre danke, well. Danke, well. Danke, well. Geschäftig. So, ja? Es geht los. Oh Gott. Ah, ist doch nix. Hier lachen wir noch. Das hat wahrscheinlich schon einen Grund, warum die Innenaufnahme hier, ja, ein Actionfoto vorne gemacht wird. Wenn man mal guckt. Ja, ist eine nette Höhe, ne? Ja. Über die Baumwipfel. Ah, schön. Das neue Gebiet. Oh Gott. Also mir wurde nicht schlecht. Das ging. Nö, das ging. Obwohl wir was gegessen haben. Aber echt gute Bar. Und auch hier wieder butterweich, ne? Schön Sand. Also hat Spaß gemacht. Echt gute Bar. Wir haben es überstanden. War heftig, ne? Ja, ziemlich. Nachdem wir uns ordentlich gedreht haben, haben wir jetzt Bock auf eine kleine Abkühlung, oder? Genau. Ja. So warm, es ist Mittagszeit, es ist warm. Mhm. Wir werden uns jetzt mal in das wilde Wassergetöse stürzen. Genau, richtig. Und dann mal vom Boot ausschauen.
wie das magische Tal so vom Boot aus aussieht. Vielleicht kriegen wir irgendwas Magisches ja ab, ne? Unfassbar, oder? Ja. Oh, schauen wir mal. Ja, dann stürzen wir uns mal ins kühle Nass. Ist sehr erfrischend, glaube ich. Machen wir. Los geht's. Los geht's. Ja, Nina, jetzt sitzen wir hier im, wo sitzen wir denn eigentlich? In so einer Raftingbahn, ne? In der Chenko River. Yeah! Ja, jetzt wird's nass. Aber das haben wir uns auch verdient, oder? Ja, ne? Ja. Ah. Da hat man auch eine schöne Aussicht. Ja. Genau, da sieht man dann nochmal die Holzachterbahn, ne? Die Schiffschaukel. Motorradachterbahn. Stimmt. Die sehen wir auch noch. Das neue Gebiet. Ja. Das hat sich noch lange nicht alles. Das ist, glaube ich, nur Parkplatz. Echt? Oh. Hey. Geht schon gut los. Ich bin noch. Ach, herrlich. Oh, ist ja Wahnsinn hier. Ach, da habt ihr auch noch alles. Siehst du, da sieht man das, oder? Ist ja Wahnsinn. Das ist herrlich. Oh. Ah, das ist so angenehm. Oh, cool. So ein Zwerg, ne? Ist das, ne? Oh. Ach, herrlich. Lange Strecke auch. Ja, ein Kilometer sagst du, ne? So, ne? Nee. Ja, ich glaube, so um den Dreh müsste das sein. Ja. Ein Kilometer, ey. Boah. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, so eine Raftingbahn. Ich wusste, dass ihr eine Wildwasserbahn habt, ne? Ja, das ist diese Bahn. Ne? Genau, genau, die große. Aber so eine Raftingbahn hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, Mensch. Nein! Nein! Oh! Nebel! Und Reihe! Sehr geil! Auch schön, ja. Ja, ne? Ja, das ist schön. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, sehr gut. Stell dir mal vor, man würde direkt darunter unter diesen. Den hätten wir verloren, ne? Herrlich. Ich dachte schon, die gehen aus, aber nix ist. Ich kann auch. Ich kann auch Deutsch. Ja? Ja. Wie findest du es denn hier? Wie findest du es hier? Wie findest du es hier? Ja. Top, ne? Ja. Wow, jetzt kriegen wir richtig Fahrt hier. Wie ist das? Boah, jetzt geht's doch richtig ab hier mit den Strom. Schnell, du. Genau, das ist ja richtig spaßig, ne? Ja. Also ich mache immer sowas gerne, so Wasserattraktionen und so. Du. Ja. Da kannst du dich, ja, gerade bei solchen Temperaturen, aber man merkt das auch, ne, beim Publikum, dass solche Wasserattraktionen immer wieder Leute anziehen, ne? Ja, also richtig cool. Bringt Spaß. Das ist eine Grundschule, die hier. Eine Grundschule-Klasse. Eine Grundschule? Ja. Okay. Okay. Rotterdam. Das habe ich verstanden. Rotterdam habe ich verstanden. Ja, aus der Nähe. Ja. Cool. Erste Mal hier? Erste Mal hier. Ja. Ah, okay. Und gefällt es Ihnen? Ja, es gefällt uns. Ja, sehr. Mit wie vielen Schülern? Wie viele Kinder? 106. Wow. Oh, ja. Wahnsinn! Ja, ja. Danach sind sie auch fertig, ne? Ja, ja. Aber unsere Gruppe hat 24. Wir können das holen, meine Lieben. Mhm. Ja. 24. Ja. Und sind sie den ganzen Tag heute hier, ne? Ja, ganz Tag. Aber es ist eine lange Fahrt, um hier zu kommen.
kommen. Ja? Ja. Ja. 2 Stunden ungefähr. Ah, okay. Ja. Wir haben es noch nie versucht, um alles hier zu besuchen. Ja. So gefällt es. Ja, ja. Schön. Ja. Man braucht ja nicht so lange anstehen, ne? Nein, nein. Nein, das sind nicht solche lange Reihe. Das war doch mal erfrischend, oder? Das war herrlich. Füße. Hat Spaß gemacht. Die Füße nass. Ja. Dann ist man direkt wieder abgekühlt. Aber da wir schon mal nass sind, haben wir uns gedacht, Mensch, Nina hat ja gesagt, die haben eine Nonne Wildwasserbahn hier, ne? Genau. Die Baumstammrutsche sozusagen, die große, die auch rückwärts fährt. Und ja, hat Nina gesagt, dann gehen wir da gleich doch rein. Jetzt muss ich nur gucken. Wir müssen hier über die Brücke. Über die Brücke, ja. Genau. Gut, dann gehen wir hier über die Brücke. Ja. Und dann machen wir gleich die nächste Wildwasserbahn. Genau. Aber ich liebe ja so Raftingsanlagen, Baumstammrutschen, überhaupt so Wasserattraktionen, ne? Ja. Da kann auch das Wetter sonst, egal wie schlecht es ist, ich fahre trotzdem mit. Es ja, kann auch regnen. Echt? Mach das Wasser von unten und von oben. Und ich mach das trotzdem. Und ich finde immer keinen, der mit mir fährt im Regen. Also, ne, da bin ich ja nass. Dann sag ich, ach komm, mein Gott, noch mal. Ja, eben. Ja, das ist lustig hier, ne? Dabei denkt man, dass hier das Wasser ausgeht. Nein, nein. Man wird aber auch nicht verschont auf der Bahn, ne? Nein, nee. Aber so wie sich das gehört, ne? Man fährt ja auch damit, um ein bisschen nass zu werden. Gehört ja dazu. Ich kann es immer noch wiederholen. Bestes Wetter, blauer Himmel, ich glaube das kaum. Wir haben echt wahnsinnig Glück. So, dann müssen wir, glaube ich, hier rein, in ne? In die Halle, ja. In die Halle, genau. Ja, innen an. Ja, stimmt. Fängt innen an und dann, naja, das seht ihr ja gleich, ne? So, wollen wir gleich mal gucken. Genau. So. So, die Schule war hier mit 106 Kindern. Wahnsinn, oder? 106 ja. Kinder, ey. Und die kamen aus der Nähe aus Rotterdam, ne? Und die, wie gesagt, sie kannte sehr gut Deutsch. Ich bin immer wieder erstaunt, wie, also sind Sie noch nicht fertig? Nein! Da kann man sehen, wie lange wir arbeiten. Hallo, da bin ich wieder. Warte, hier ist die Linse. Hallo, da bin ich wieder, der Pauli. Es ist 3 Stunden weiter und es ist noch sehr gut hier. Komm alle aus Deutschland, ja? Jawohl. Tschüss! Danke. Dankeschön. Da war er wieder. Ja. Ja, nur liebe nette Leute hier, ne? Sehr schön. Ja. So, wie sie es gehört. Ja, und jetzt gehen wir in die heiligen Hallen, hätte ich fast gesagt. Magischen Hallen. In die magischen, ja, die magischen Hallen. Ja, genau. Der magische Wald. Und das andere, die erste Halle, habe ich dir noch gar nicht gesagt, heißt Land von Toos. Land Toos von Toos. Ist, ja, Toos ist der Name des Hexenkindes. Ah, okay. Gibt es auch Hexen hier? Aber ja, es sind Zauber, nette Hexen. Zauberkind halt. Ah. Ne? Kann das Zauberkind mir auch die Lottozahlen vorher sagen? Nee, ne? Die Lottozahlen? Das wäre toll. Ne? Das wär toll. Ja, vielleicht die holländischen, aber nicht die deutschen. Macht nichts. Egal. Nehme ich auch. So. Ich muss mal, kurz regeln. Ja, genau. Ja? Wir sind, wir regeln das bei ihm und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Wildwasserbahn. Bis gleich. Noch ist es geschmeidig, ne? Ja. Hallo, die Kinder! Hey,
Abgenommen, ne? Aber spaßig, ne? Ja. Und ich wollte vorne. Guck mal, wie nass ich schon bin. Aber war doch gar nicht schlimm, oder? Nee. Nö, ne? Aber guck mal, ist schon ganz schön eine Höhe, ne? Ja, das ist so hoch. Noch wenn man Höhenangst hat. Darf ich gar nicht sagen, ich habe ein bisschen Höhenangst. Aber das ist auch schön, gerade bei dem schönen Wetter, ist auch schön erfrischend, oder? Ja. Könnt ihr gleich nochmal abfahren, wa? Ich dachte, das ist schön zu spät. Egal. Oh, wird man noch getrocknet hier. Nein, meine Mutter. Ich meine Mutter. Was soll ich denn machen, wenn ich auf Stange gespielt, ne? Nina, du bist ja so trocken geblieben. Dein Boot? Ja, hast du Glück gehabt, ne? Ja, dein Boot hat alles abgefangen. Ja. Und ich war bei dir hinten im, weißt du, im Schatten, oder wie nennt man das? Im Schatten. Windschatten? Ja. Im Wasserschatten quasi und hab nichts abgekriegt. Ja, ich habe alles abgenommen. Aber das macht man ja auch so. Aber ich habe es auch genossen. Sehr geile Nein, Bahn. Sehr geile Bahn. Und die Mädels, die bei uns im Boot ja auch noch drin saßen, die haben richtig geil geschrien, ne? Ja. Ah, ja, denen ja. hat's gefallen. Ja. Unfassbar, ey. Ja, was heißt nochmal Danke? Nee, was war das? Danke, Well. Danke, Well. Danke, Well. Danke, Well. Danke, Well. Danke schön. Sehr cool. Sehr geile Bahn. Boah. Jetzt sind wir aber richtig schön fresh, aber es war echt angenehm. Also. Auch das Wasser ist ja wirklich picobello sauber, ne? Ja, klar. Ja, du knallst das gar nicht. Nein. Weil nee, es gibt auch. Naja, an eine Wildwasserbahn, wo manchmal das Wasser nicht so sauber ist. Und man muss auch immer beachten, was das alles kostet, das sauber Wasser zu, das Wasser sauber zu halten, ne, in einer Wildwasserbahn. Also beachtlich, echt top. Richtig schön erfrischend. Sehr geil. Oh, so, nachdem ich nass geworden bin in der Wildwasserbahn, wird es mal wieder Zeit für ein bisschen Trocknen. Und zwar gehen wir jetzt zu der Bobbahn. Wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass ihr eine Bobbahn habt. Genau. Also überall versteckt, ist was versteckt. Ne? Ja, genau. Ganz viele versteckte Attraktionen. Das mag ich ja. Wenn der ganze Park nicht, wenn du nicht alles siehst, weißt du, ja. Überall ist so ein bisschen was versteckt. So, geht man so ein bisschen auf Entdeckertour, ne? Genau. Also, das finde ich cool. Ja. Genau, die Bobbahn. Die ist wie gesagt auch teilweise draußen, aber sie ist auch draußen überdeckt. Die ist also auch im Winter geöffnet. Ach so, okay. Ist ja cool. Kennt man ja so aus Bayern so, ne? Solche Rodelbahnen, ne? Genau, so cool. Eine ist das. Ja, und das haben wir auch hier im Toverland, ne? Aber dann eine richtige sogenannte Maximus Blitzbahn. Weil Maximus war ein Erfinder. Echt? Ein österreichischer Erfinder. Ja. Und der hat da bestimmte, weiß ich nicht, Antriebssachen oder was erfunden. Und irgendwas Technisches. Irgendwas. Ja. Cool. Ja, lass uns mal überraschen, wa? Genau. Da gehen wir jetzt hin. Und dann sehen wir uns gleich in der Bahn wieder. Ja. Haben Sie Lust? Ja, ja, ich habe immer Lust. Angst? Ja. Nö. Ich mach alles mit. Keine Angst, gar nichts. Nö. Genau wie Nina, die hat auch nie Angst. Nein, Nina. Und dann ganz nach vorne. Ah. Ja, super. Tschüss. Ich bin voll Experte. Ciao.
jetzt bin ich gerade, oder sind wir gerade Blitzbahn gefahren. Sehr, das macht ja Spaß, ne? Da kommt wieder das Kind so durch, ne? Richtig geile Rutsche. Und auch da wieder lang. Und was ich cool finde, dieser kleine Tunnelbereich, wo du durch so ein, wo Schafe sind, Hühner sind und die auf einmal, das sind so eine Animatronics, die auf einmal auftauchen. Auch mit dem vorne am Anfang diese Blitzlichter und sowas alles. Ich bin ja so dark, ich mag ja so die Dark Ride Elemente, also wo Tunnels sind, wo was drin passiert, bin ich ein absoluter Fan von. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch hier, wenn man hier nochmal sieht, wie cool das ist, wie schön thematisiert allein schon die Queue-Line, also der Wartebereich. Der ist ganz toll. Der ist ganz toll gemacht. Ich kann da nochmal reinlutschern, wenn ihr mal guckt. Hier, geil, oder? Ist das nicht geil? Ach, cool. Ey, wie witzig mit dem Fernseher. Super cool. Ja, guckt euch das an. Erfinder. Ja? Ja. Das ist super cool. Nett gemacht. Und halt sehr österreichisch mit dem Bierkrügen und dem Kamin. Toll. Echt toll, ne? Diese richtige schöne Thematisierung. Ja. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und man hat hier sogar einen Klopfer hier. Unfassbar, oder? Ja, dann haben wir als letztes, und dann sind wir auch durch, Bumerang. Die Bumerang-Achterbahn, genau. Ja, die und ist in der Richtung. Oh, ich muss doch alles mitmachen, ne? Ja. Nina schleust mich durch den ganzen Park, das ist unfassbar. Ich bin schon völlig fertig. Aber das ist die letzte Bahn und dann habe ich es auch geschafft. Ja. Ja. Nicht die letzte Attraktion. Nein, hier gibt es noch jede Menge mehr. Jede Menge. Also das kann ich euch nicht alles zeigen. Deswegen kommt ihr her, am besten überzeugt euch selber. Und es lohnt sich definitiv. Also ich bin begeistert, wie viel und wie viel auch noch passieren wird. Auch über die Zukunft, was nächstes Jahr alles noch passiert wird. Seid gespannt. So, ja, dann gehen wir jetzt zur nächsten Achterbahn. Ich lasse mich nochmal durchrütteln. Oder bin ich fertig? Gut, auf geht's. So. Ich bin völlig fertig. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Also die hat richtig Speed drauf, ne? Vor allen Dingen in so einer Halle ist das schon was Außergewöhnliches, da hochzufahren bis ans Dach und dann aber richtig schön durchgewirbelt zu werden, ne? Ja. Das ist schon für die Allerkleinsten, ne? Quasi. Ja, also als Kind bin ich da, glaube ich, ich weiß gar nicht, in so einer großen Bahn noch nicht eingestiegen. Also wenn ich gesehen habe, wer da so alles mitfährt, ja. Mutig. Toll, ne? Ja. Ja, Mensch, jetzt habe ich mal so einen kleinen Eindruck bekommen, was das klein. Also ich bin. Und guck mal, der Tag ist rumgegangen, wie. Ja, zack, ist ein ganzer Tag rum. Ja. Und der Park ist gar nicht so klein, der ist richtig groß. Weil du findest ja an jeder Ecke findest du so eine nette kleine Überraschung. Genau. Ne? Genau. Also, und wenn ich jetzt. Und ihr habt euch ja erst vergrößert nächstes Jahr, ne? Werden wir das weiter tun, ja. 7 Hektar kommen hinzu. Ihr macht schon die ganzen anderen Parks Konkurrenz, richtig, du? Ja. Ja. Nee, jeder Park hat was Besonderes. Ja, das sage ich auch immer. Ja, hier ist das Besondere sowieso, dass es innen und außen ist, dass es dadurch das ganze Jahr geöffnet ist. Mhm. Das ist schon. Ja, ihr habt ja den großen Vorteil auch, ihr seid im Grunde genommen wetterunabhängig, ne? Ja, komplett wetterunabhängig. Also, das muss man ja wirklich sagen. Und überall super nettes, freundliches Personal, also ist mir aufgefallen, ja, wirklich, dass jeder ein Lächeln hat. Ja. Ja.
Und das ist auch immer keine Selbstverständlichkeit, das muss man auch sagen. Also dickes Lob auch ans Personal, an alle, die ich getroffen habe. Super freundlich und hat echt Spaß gemacht. Also es ist eine richtige Magic World. Eine Magic World. Oh, guck mal. Das Toverland. Das Toverland, es ist echt. Aber du, ganz ehrlich, ich bin völlig fertig. Völlig fertig? Ich bin völlig fertig. Wieso? Ah, es war so. Naja, ich mit meinem Mitte, Anfang 21. Und hier sehen wir nochmal das Eingangsportal, genau. Ne? Ach, richtig geil, ne? Oh, guck mal, schön. Ja. Ach, herrlich. Also ich würde sagen, an alle Zuschauer, ja, kommt mindestens 1 bis 10 Mal hierher noch dieses Jahr. Mindestens. Ja? Habt ihr auch eine Jahreskarte oder plant ihr sowas? Wir haben eine Jahreskarte. Ihr habt auch eine Jahreskarte? Ja. Ah, kann man, was ist da drin? Der Eintritt für die Jahreskarte ist, glaube ich, irgendwie um die 70 Euro, also nach 3,5 Mal hat man die wieder raus. Ja. Gilt auch für bestimmte Veranstaltungen, ja, okay, also auch sogar zu Halloween. Oh, cool, geil. Sollte man, ja, sich überlegen. Ich meine, man hat ja noch Zeit. Der normale Eintritt ist 28 Euro für Personen über 1,20 Meter. Das geht aber auch. Also für das, was du hier hast mit den ganzen Achterbahnen und sowas alles. Ich sag nur Troy, ne? Also hammermäßig. Ja? Hammermäßig, ja. Geburtstagskinder haben an ihrem Geburtstag selbst gratis Eintritt. Egal welchen Alter oder wenn ich jetzt... Egal welchen Alter, auch die Mutter, wenn die an dem Tag ihren Perso mitbringt und Geburtstag hat, dann... Ja. Das ist ja krass, das ist ja süß. Ja. Also ja, ich kann wieder nur Danke sagen, sag mal auch der Geschäftsleitung nochmal ein riesiges Dankeschön und auch ein dickes Lob an dich. Auch nochmal, ne? Also du hast mir alle Fragen, und ich habe immer, ihr wisst ja, ich habe immer sehr viele Fragen. Du hast alles beantwortet, du hast so viel, ja, du hast den ganzen Tag mit mir verbracht und das ist keine Selbstverständlichkeit. Und deswegen ein riesiges Dankeschön nochmal, dass du mich eingeladen hast und dass ich mir das alles mal angucken durfte. Es hat mir mördermäßigen Spaß gemacht und... Ich kann auch nur bestätigen, kommt hierher, guckt euch das an. Ist wie gesagt ganz nah an der deutschen Grenze. Ja, ich bin also auch nicht lange gefahren. Und Kinder, ich komme aus Lübeck und das ist ganz eine andere Ecke. So, ja. Und ich bin 5-6 Stunden gefahren. Dann könnt ihr ja mal kurz mal überhaupt nach Holland kommen, weißt du? Ja, genau. So, Nina, ich habe natürlich auch noch mal eine Kleinigkeit für dich, aber dazu müssen wir zum Auto gehen, weil das ist ein kleines Präsentchen. Okay. Dann gehen wir da mal hin. Schön, dass du hier warst. Dankeschön. War's. Ja, sehr schön, gerne. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Genau. Zuschauer. Liebe Community, und jetzt habt ihr auch super Erdeinkräfte, oder? Unfassbar, oder? Alles klar, dann gehen wir. Es war zauberhaft, oder? Ja, es war magichaft. Ja. Gut. Gut, dann gehen wir mal zum Auto und dann melden wir uns gleich wieder. Wir haben auch wirklich Mörderglück gehabt mit dem Wetter. Fantastischer, ne? Fantastischer Tag. Wirklich. Ganz toll, dass du da warst. Ja, ich möchte mich überhaupt, wie gesagt, bedanken, ne, dass es so spontan auch geklappt hat. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Und bevor ich das vergesse, nochmal liebe Grüße an die Hanna. Ne? Mach ich? Mit der habe ich dann auch nochmal geschrieben. Ja. Und ja, jetzt genießen wir hier den Feierabend. Ne? Du hast ja nur auch eigentlich frei. Ne? Ja. Und damit du dich, oder damit du den Feierabend, oder ich möchte den gerne für süßen, sagen wir mal so. Ah. Ich habe nämlich mal eine Kleinigkeit für dich nochmal mitgebracht. Danke. Ich bin gespannt. Ja, sei gespannt. Und zwar, ja, also ich denke nur eine Kleinigkeit. Aber ich mache das mal hier, ich krieg das gar nicht raus. So, damit du dich da schön stärken kannst. Oh, meine Güte, eine Kleinigkeit. Ist ja riesig. Ein schöner Präsentkorb, ne? Für dich und als kleines Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Und da kann sich ein bisschen stärken, ne? Ein schönes Säckchen oder so. Ganz krass, alles deutsche Sachen. Ja, alles deutsche Sachen. Und sogar was aus Lübeck ist dabei. Ich komme ja aus Lübeck, der Marzipanstadt. Aha. Und hier, da kannst du auch ein bisschen Marzipan probieren. Ich werde mich voll essen. Ich daran ab. Ja. Dankeschön. Herzlichen Dank, Nina, für alles. Und jetzt schalte ich zurück. Oder liebe Grüße erstmal aus den Niederlanden nach Deutschland. Ganz genau. Und ja, jetzt schalte ich zurück ins Lübecker Studio. Bis gleich. Ja, willkommen zurück im Lübecker Studio. Unfassbar, oder? Ja, meine persönliche Meinung zu Toverland. Also im Grunde genommen habe ich ja schon alles gesagt. Ich war ja das erste Mal in dem Park und... ich war echt überrascht. Er ist zwar nicht groß, also er ist jetzt nicht riesig, aber er bietet so viele Attraktionen für klein, groß und hinter jeder Ecke steckt so eine kleine Überraschung und der Park ist so liebevoll thematisiert, von den Animatronics her, von der Landschaft her. Die Hallen sind sehr gut thematisiert auch und auch überhaupt die Fahrattraktion, angefangen auch von der Wildwasserbahn, ne, mit dieser kleinen Höhle da. Diese Mountain Rafting Bahn, den Achterbahn, Troy, alleine schon wegen Troy lohnt sich der Park. Also die Holzachterbahn ist echt der Hammer.
Die hat so viel Speed drauf, man unterschätzt das. Also ich dachte eben wirklich von außen, wie ich die Bahn das erste Mal gesehen habe, naja, gut, das ist so 30 oder 33 Meter hoch, ist ganz nett so, ne? Aber wenn du da wirklich mitfährst, die hat so viel Speed drauf und ja, bietet jede Menge super Airtime-Kräfte, unfassbar, oder? Also sie ist echt, sie macht süchtig. Also das müsst ihr selber einmal miterleben. Ich kann schon nicht mehr sprechen, unfassbar, oder? Und ja, auch der Rest des Parks, allein auch schon, was die vorhaben noch, ne? Also im nächsten Jahr mit dem Wing Coaster, dann wird das ganze Gebiet nochmal um 7 Hektar vergrößert. Es kommt ein neuer Haupteingang, weil mittlerweile der aktuelle Eingang zu klein ist für den Park, weil die Besucher strömen rein, so soll es ja auch sein. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine neue große Wasserattraktion, die auch noch kommen wird. Es ist der Hammer, ne? Der Park ist erst 2001 gegründet und schon so viele Neuheiten und so viele Achterbahnen, die da stehen. Also meinen absoluten Respekt, und man muss ja mal dazu sagen, dass der Park familiär geführt wird. Und das sieht man auch, weil da wirklich mit Herz und Liebe gearbeitet wird und auch thematisiert wird. Und auch selbst die Mitarbeiter, ist mir auch aufgefallen, absolut freundlich, jeder hat ein Lächeln drauf gehabt. Und auch so, der Park ist so sauber und wird auch so gepflegt, das muss man ja auch mal sagen. Dickes Lob an die fleißigen Gärtner und hast du nicht gesehen, und den Reinigungstrupp. Und auch die Mitarbeiter an den Fahrattraktionen sind wirklich geschult, die achten auf Sicherheit. Und was mir eben auch aufgefallen ist, die Kinder laufen überall frei rum. Also man kann, wenn man mit der Family da ist, die Kinder laufen lassen im Park. Man kann sich als Erwachsener da irgendwo hinsetzen und sich ausruhen. Das ist überhaupt kein Problem. Also das ist auch, ja, fand ich auch echt erstaunlich. Und überall diese lachenden Kinderaugen, die können Augen eigentlich lachen, man weiß es nicht. Ja, die fröhlichen Kinder überall, so, das hat, ja, da kommt schon, oder das Herz geht auf, und ich denke mal, das motiviert auch weiterzumachen, oder überhaupt im Park, das weiter ich verhasst mich hier schon wieder, ne? Ihr wisst schon, was ich meine, mein Gott nochmal. Also, es ist absolut, es war schön, im Park da zu sein, und ich werde den Toverland auf jeden Fall noch öfters mal besuchen. Auch cool, diese ganzen Sonderveranstaltungen wie im Halloween, denn diese Midnight Summer oder wie das da hieß, ne, bis 23 Uhr ist der Park irgendwie offen im Sommer. Lohnt sich auf jeden Fall, mal hinzufahren, sich das Ganze mal anzuschauen persönlich. Ich war echt geflasht vom Park, und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Nina für die Einladung nochmals und an die Geschäftsleitung. Sehr, sehr cool, und ich sehe das eben als keine Selbstverständlichkeit, dass sie mich da eingeladen haben. Vielen, vielen Dank, und ich kann nur jedem mal empfehlen, dorthin zu fahren, und auch für Achterbahn-Freaks, allein auch schon diese Vekoma-Motorrad-Achterbahn, ich fand die cool von der Sitzposition her, und auch diese Wirbelwind oder wie die ja hieß, diese mit den drehenden Gondeln. Ja, mir hat's gefallen. Also, ich werde den Park definitiv wieder besuchen. Und ich bin schon sehr gespannt nächstes Jahr mit dem Wing Coaster. Das wird auch der Hammer. Also, ja, wie gesagt, unterstützt das, liked es, fahrt hin und informiert euch. Auf der Facebook-Seite vom Toverland als auch auf der Webseite. So, jetzt habe ich natürlich nochmal eine Frage an euch. Ja, wie ist eure persönliche Meinung über den niederländischen Freizeitpark Toverland? Wart ihr schon mal da? Wenn ja, postet das gerne mal in die Kommentare. Hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Instagram und ihr wisst schon wo. Und dann blende ich euch hier oben rechts, und zwar jetzt, wenn ihr das Video auf YouTube oder Google Plus schaut, die interaktive Umfrage ein, die wie folgt lautet: Welche Holzachterbahn ist euer Favorit? Ihr habt die Auswahl zwischen Bandit aus dem Moviepark, dann Robin Hood aus Walibi Holland, Wodan aus dem Europapark, Troy von Toverland oder Mammut aus dem Erlebnispark Tripsdrill. Wenn ihr, ja, nehmt gerne mal an dieser interaktiven Umfrage teil. Und falls ihr das Video auf Facebook seht, dann schreibt einfach euer Ergebnis in die Kommentare. So, und das eine oder andere Feedback werde ich natürlich in der übernächsten Funfair-Blog-Ausgabe präsentieren. Unfassbar, oder? Was ist so, was ich nicht so alles mache? Ja, in der letzten Funfair-Blog-Ausgabe ging es ja um die Bayern-Rutsche der Femmaschierenbeck. Und da habe ich euch gefragt, einmal, wie ist eure persönliche Meinung über die Rutsche? Und dann gab es ja noch die Umfrage. Besucht ihr den 982. Bremer Freimarkt? Ja oder nein? Und wenn ich mir das Endergebnis anschaue, ist es eigentlich eindeutig. Nein sagen 78%, hätte ich ja nicht gedacht. Und ja sagen gerade mal 21%. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass eben viele aus weiter weg herkommen, keine Ahnung, und abgestimmt haben.
oder viele Freizeitpark-Fans sind live on stage, ich weiß es nicht. Also ich auf jeden Fall werde den Bremer Freimarkt besuchen, von daher schließe ich mich nicht der Mehrheit an, ich würde mit Ja stimmen. So, da habt ihr natürlich auch wieder fleißig kommentiert. Auf YouTube zum Beispiel schrieb die Celine Bontenbräuch, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Hallo Lars, hallo Celine. Erstmal super Video. Ich gucke deine Videos immer mit meinen Freundinnen gespannt zu. Ja, das freut mich natürlich. Schönen Gruß an alle Freundinnen. Die Bayernrutsche kenne ich schon, weil sie entweder letzten Sommer oder davor das Jahr in Aachen stand. Es war cool, mal die LKWs zu sehen und wie das alles verladen wird. Auf jeden Fall super und auf deine Frage, leider kann ich nicht zu dem Bremer Freimarkt, weil meine Mutter mich da nicht hinfahren möchte und ich kann auch noch nicht selber fahren, weil ich erst 17 geworden bin. Ja, ist ja nicht mehr lange, ne? Ich glaube ein oder zwei Jahre noch und dann geht das los. Ein Jahr, so ab 18, ne? Aber würde da mal gerne hin. Jetzt aber mal eine Frage an dich. Kommst du auch mal zur Anna-Kirmes in Düren oder zum Öcher Band in Aachen? Würde mich über eine Antwort freuen. Viele Grüße, Celine. Ja, vielen Dank, liebe Celine, für dein ausführliches Feedback. Ja, in naher Zukunft würde ich es leider nicht schaffen, die Anna-Kirmes zu besuchen und auch nicht den Öcher Band, weil es ist noch viel, viel geplant auf Fanfare-Blog, beziehungsweise die Termine in Parks als auch auf Kirmissen steht schon und von daher bin ich da eigentlich so in der nächsten Zukunft komplett ausgebucht, was das angeht. Aber ich denke mal, man soll ja nie sagen und das wird vielleicht auch mal passieren. Also folgt mir auf Instagram, Facebook und hast du nicht gesehen, da kündige ich sowas ja in der Regel auch an. Dann schauen wir nochmal auf Facebook, wer hat denn da geschrieben? Der Patrick Meyer. Der kurze Bericht über die Rutsche war super. Der Juniorchef ist mehr wie kompetent und erklärt wie ein alter Profi. Ja, das finde ich auch. Interessant wäre eine Transport- und Aufbaureportage der Rutsche. Leider kann man nirgendwo im Netz ein Video darüber finden. Den Freimarkt kann ich leider nicht besuchen, zu weit weg. Ah, Schweiz. Okay, ja, vielen Dank, lieber Patrick, für deinen Kommentar und vorab schöne Grüße in die Schweiz. Ja, so eine Aufbaudokumentation ist immer so ein bisschen schwierig bei mir, weil da muss ja schon mal ein paar Tage die Rutsche oder die Attraktion begleiten. Und dadurch, dass ich eben auch berufstätig bin und auch nicht immer Urlaub habe, ist sowas schwierig zu handhaben. Aber auch da gilt natürlich, man soll nie sagen. Müssen wir mal schauen, was die Zukunft bringt. Ja, vielen Dank auch an alle, die wieder fleißig kommentiert haben. Ich habe alles durchgelesen und weiter so. So, ja, damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert Fanfare-Blog. So lautet der richtige Name. Ganz wichtig, abonniert bzw. drückt auch die Glocke neben dem Abonnier-Button. Dann verpasst ihr kein Video mehr und ihr werdet immer benachrichtigt, sobald ein neues Video online geht. Ja, im Anschluss erfolgen wie immer die Outtakes und die nächste Fanfare-Blog-Ausgabe erscheint wie immer kommenden Montag pünktlich um 19 Uhr MEZ, mitteleuropäische Zeit. Mit Zeitgutet, da sind wieder eure Fragen dran, unfassbar, oder? Ja, dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Erlebt unter anderem hier in diesem Video. Oh fuck. Willst du mitfahren? Ich setz dich da rein. Du, ne? Willst nicht mitfahren? Oh, das ist schon so. Musst du nicht. Schon eine ganze Weile her, dass ich da das letzte Mal drauf war. Ich bin ganz ehrlich. Yeah. Warte mal, habe ich kurz die Kamera noch an? Warte mal. Habe ich die an? Ja, Tatsache. Mach ich mal aus hier. Lars, hi, from Germany. Ist das schlimm, wenn wir schreien? Nö, schreit ruhig. Okay. Schreit so viel, okay. Schreit so viel ihr wollt. Okay. Lass alles raus.